Ist doch nur auf mich. Nein! Du Fucker! Du Fucker! Du kleiner Fucker, ey! Es gibt genug Leute, die dort, sag ich mal, mit einer wirklichen Überzeugung sind. Sag ich mal, und vor allen Dingen ohne diesen kommerziellen Hintergedanken, diese Musik. Habe ich Respekt vor. Ja? Das ist so Tiger King Country, ja? Nee, nicht ganz. Oh, the place I belong. Aber erstmal das Arschloch-Kanickel. So, und ich meine, der hat einen Stern, ne? Nee? Ich hasse dieses Vieh. Au! Au! Das war gut! Da drauf, und da ist eine Arschbombe drauf. Okay, das war falsch. Aber wenn ich mich dran erinnere, so das letzte Mal auch passiert, genau das. Herrlich. Warte, gut, hör mal. Was zum... Okay, diesen Bug habe ich noch nie gehabt. Auch schön. Ich komm. Was ist das denn für eine Scheiße? Boah, ich sammle solche Glitches aber auch, ne? Verblieb mit der Fabrizierst. Hast du mal da schon mal nachgedacht? So. Es ist noch nicht ganz wach, gerade eben die Augen auf dem Po. Das kleine Mädchen, es streckt sein zartes Antlitz in Sonne, macht träumerische Äuglein auf. Und trinkt erstmal einen Schluck. Uns nicht. Akazia-Dragoner, zur Seite. Ah, im Namen der Akazia-Dragoner, an mir kommst du nicht vorbei. Und ist das aus mit euch? Und Serge, ich hasse dich! Ich hasse deine Freunde, deine Mama, deinen Papa, deine Oma, deine Opa, deine Uroma, denn ich hasse sie alle! Ich hasse dich! Ich verachte dich! Ich verabscheue dich! Und zwar sowas von... So viel Aussicht kann sie dich nicht leiden. Ja, dann wird's wohl Zeit für dich ins Gras zu beißen. Das Spiel wurde vor der Drehkamera erfunden. Ja, das ist einer der größten Kritikpunkte von dem Spiel tatsächlich. Leider. Erhalten Stein. Steinscheiße. Steinscheiße. Die Verstopfung aus der Hölle. Steinscheiße erhalten. Das ist mal die Attacke, die wir haben wollen. Also. Es gewinnt nicht immer derjenige, der am besten ist, sondern leider, ne? Derjenige, der es schafft, die Massen zu überzeugen. Deswegen habe ich nur 10 Jura und Knossi 20.000. Ja? Mhm. Dann guck dir mal an, weißt du, der hat auch 20 Viewer, kann ich auch nicht verstehen. wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh je. Ja, und dann haben wir den 28. halt. Gras abhauen. Fuck you, warum kriege ich den nicht weg? Inventar voll! Nein! Oh, mega gut.
Ja. Jetzt geh rauf auf dein Zimmer. Ach, Menno. Du hast doofe Ohren. Du hast doofe Ohren. Nein, 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 super. Ganz toll. Erforschende Höhen und Tiefen, wörtlich genommen. König der Lomven, nein, der König der Möwen. Der Geier war fies, ja, ja. Naja, für mich ist Baby Kaizo nicht mehr schwer, aber wir haben ja mittlerweile auch da etwas Erfahrung. Ohne Kaizo-Erfahrung war es schon schwer zu beginnen. Wie kann man denn da rankommen? Nein! Boah, wie das Spiel einen fucking trollt! Ach, Mann, ey. So, Sonnenblümchen. Im Großraum Essen fand an der AQ plötzliche Plattenverschiebung statt mit einem darauffolgenden Erdbeben der Stärke 3-2. Die Ursache ist noch nicht ganz klar. Man gehe aber von einem alten Onkel aus, welcher aus Jux und Dollerei Just Dance spielte. Fröhlichen Selbstbeischlaf. Aber sehr fröhlichen. Kann ich. Wirklich? Du erinnerst dich? Ja doch, Plastik und Ölteppiche verändern das mehr schon. In der Tat. Dann hast du also nicht vergessen, was wir uns damals versprochen haben. Das macht mich. Ich stelle mir Lena gerade wirklich so vor, ne? Das macht mich. Ich kann nur eine crunchen. Das kann ich machen. Ja, kannst du einmal knurpsen? Dann komm, gib mir den Knurps. Boah, besser als in der Werbung. Lom macht Kaizo, habe ich da im Hintergrund gehört. Am Arsch! Wenn ich irgendwann mal die 2000 oder 4000 mal geschafft habe, dann können wir mal über Kaizo reden. So, vorher nicht. 3, 2, 1. Mila kann lachen, wie die Sonne über Fuchsia. Mila. Imperiale Generalin, keine Ariensängerin. Wie ich das mache? Ganz einfach, sie eine Reinhörung. Gruft, die sind keine Teufelsanbeter. Alles dieselbe Brut. Ah, lalala, mi. Okay. Maria. Sieht aus, als könnte Celes ihren großen Auftritt kaum erwarten. Auch wie ein Vampir, dem man die Bibel vorliest. So, da unten muss jetzt. Ich hab so eine Vermutung. Anonymous verschenken ein Abo an Helden Red Cat. Das wollte ich doch gar nicht! Ich wollte das Level nicht beenden. Ich wollte das nicht. Driftet es nicht immer ab, wenn Laura von sowas redet? Ja, wenn Laura von irgendwas redet, driftet es ab. Ach, guck mal. Ich bin fast erstickt, ihr hättet mich fast verloren. Und was ist? Laura lutscht Eier. So, warum das Mikro jetzt gemutet war, keine Ahnung. Aber was soll's. Einen wunderschönen Kinas. So, ein anonymer Schenker, wer das wohl gewesen sein könnte. So.
So, erstmal einen wunderschönen Herr Ansgar, Herr Windwatch, Herr Enzo, hoffentlich Herr, ich denke schon. So, Archex, Rockatz, wen haben wir noch? GPI, einen wunderschönen. Randy, in der Spätschicht. Der Herr Hetzer, und dann würde ich wahrscheinlich vermuten, ist die Fichte auch nicht weit weg. So, der Herr Bärpunch, die Frau Loli und Daniel, der wieder erwarten heute nicht erster war. Und einen wunderschönen Mila, man kann ihn schon am Sound erkennen. Gut, wenn man ihn am Geruch erkennen könnte, wäre es ein bisschen merkwürdig. Wie keine Spätschicht? Was? Des fröhlichen Selbstbeischlafes. Ah, der Spruch ist wirklich, der ist schon ziemlich copy and paste. Hast du ein Skript dafür? Wie ist es euch, Kinas? Mittwoch. Woche fast rum. 2,5 Wochen bis Weihnachten. Hey, Kommerz. So, das erste Mal seit 4 Wochen wieder die Xbox an. Was? Warum denn das? So, der Mila schreibt für mich jedes Mal neu. Ja, dann solltest du aber an deiner kreativen Ader noch ein bisschen arbeiten. So. Wie ist es denn? 2 Wochen bis Urlaub. Oh ja, dringend. Dringend. Ja, GPI hat Nachtschicht. Und dann guckst du hier das an? Weil ich fucking zu tun hatte. Ausreden. Nichts als faule Ausreden. Nacktschicht. Das klingt verdächtig nach Putzen. Was? So. Kinas, immer noch eine Prediction hier ab. Wettet mal ein bisschen. Es gibt Punkte zu gewinnen. Oder auch nicht. Ich war Teil des Problems. Frech. Frech. Wie? Ich bin immer das Problem. Wenn ich immer das Problem wäre, warum seid ihr dann hier? Keine Zeit für Neues. Das muss für dich reichen. Das muss für dich reichen. Also lebt damit. Muss ich aber mal zum Fernseher umziehen auf die bequeme Couch. Oh, werde ich jetzt in groß gemacht? In ganz groß? Hi. Wetten, heute werden es mindestens 40 ICs. Ja, so in etwa. Und einen wunderschönen Lafania. Ich grüße Sie. Na, Endboss im Bett? Es läuft nichts Besseres. Der Scheiß wird natürlich wieder geklippt, ey. Unfassbar. Oh Gott. Was hat denn der liebe Herrgott damit zu tun? Bist ja wie ein Unfall. Man kann nicht hinsehen, aber auch nicht wegschauen. Mir juckt das Auge, mein Lieber. Der Rio war am Montag schon so geizig mit ICs. Jo. Aber du hast immer noch nicht gewettet. Ansgar. Die Lafania hat gewettet, die Rotkatz hat gewettet, der Mila hat gewettet, der Randy hat gewettet, nur der Ansgar nicht. Kauf die Brille, nix, tack. Mir jucken 2 Augen. Mir juckt übrigens auch die Nase. Wie viele waren es die letzten beiden Male? Ich glaube, beim ersten Mal waren es 7 und jetzt am Montag waren es, glaube ich, 8 oder 9. Sieh mal an, ein fetter Seestern. Ja, sieh mal da, eine Frau Bella. Na, wie ist es, meine Liebe, wie ist es? Hat Lom wieder was an der Nase? Yep. Juckt. Juckt und jede Menge Haare. Wie nun vor allem, man ist gesetzlich verpflichtet, den Notruf zu fehlen, wenn man ihn sieht. Okay. Will mir Wimdy jetzt dadurch durch die Blume vermitteln, dass jetzt gleich ein SWAT-Team hier reinkommt? Dein Lieblingsseestern? Eieieiei. Ich liebe sie. So. Aber jetzt erzählt mal, was habt ihr heute gemacht? Vielleicht war meine Prediction voreilig. Ich habe vergessen, dass bald viele Action-Parts kommen. I see. Was? Du hast 3 gesagt, also 9 bis 12. Schauen wir mal. Ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich will... Ja gut. Nee, ich will die Abstimmung nicht beeinflussen. Ich will sie nicht beeinflussen. Ich habe die Adresse. Könnt ihr die Männer mit der weißen Hab mich Liebjacke anrufen? Ja, die kannst du danach dann aber auch einweisen. Käse bekommen? Käse? Was für eine Käsesorte ist das? Weich oder hart?
Käse bekommen und viel Papierkram. So, und die Frau Loli war im Copyshop. Die feine Dame. Kekse. So, wieder ein Tag war. Minimi hat den ganzen lieben langen Tag gequengelt. Weißt du, was da hilft? Chloroform. Entweder das oder Disney Plus. Onkel Long wird euch gesponsert von Tipp Pilsener. Genau. Ein wunderschönen Midas. Wie ist es? Oh, jetzt fließen aber die Punkte. Es sind, glaube ich, schon, ja, 26.000 Punkte im Pott. Komm, da geht aber noch mehr. Kekse ist die bessere Art von Kek. So, sie liebt auf alle Fälle die Musik der Gummibären. Ja, das ist doch schön. Gummibären, Gaffertape und Gummibären anschauen. Moment. Da ist ein Fehler in meiner Logik, verdammt. Hab gerade Panzer repariert und lackiert. Just Wednesday Stuff, ja dann. Welchen in der 5? Den Gepard oder den Leopard? Aber die bleibt keine 5 Minuten auf dem Hintern sitzen. Und weißt du was, da hilft Sekundenkleber. Lasst euch gesagt sein. Eieieiei. So, einmal nur mal kurz überraschen. Oder festtackern. Oh ja. Oder festtackern. Haha. Du fährst Kati, Omar, was? Du fährst den Mar? Der hat doch gar keine Reifen, so. Ich würde sagen, genug Scheiße gelabert, oder wie schaut's aus? Habt ihr überhaupt irgendwas Sinnvolles beizutragen heute, oder? Muss ich hier wieder allein Unterhalter spielen? Ach, verdammt, muss ich ja eh. Verdammte Axt. Ey. So. Die Lämpchen Seelensorge. Ich hab keine Seele. Nee, doch, hab ich schon. Nee, warte, die Frau Katz hat keine Seele. Da war was. Da war ja was. Red Hats haben keine Seele. Siehst du? Hm. Na komm, Bella, bei dir ist künstlich, wobei bei der Rotkatz auch. Hm. Yeah. Dachte, Sheepy ist das Seelenlose. Das lässt Interpretationsspielraum. Ist es ja eben nicht. Was? Was? Naturrot? Naturrot? Nur weil ich rotfällig bin. Was? Hier wird jeder diskriminiert auf seine eigene Art und Weise. Genau, ne? Weiß ich nicht. Scheiß Skandinavier. Hallo Norwegen. Scheiß Vögel. Hallo Kreos. Ne? Scheiß Seesterne. Hallo Bella. Du bist nur etwas dunkler rot. Das Dunkelrot ist gefärbt. Ich bin Naturginger. Wow. Beziehungsweise mittlerweile weiß. So etwa. Du bist naturdoof, ja, das würde einiges erklären. Scheiß Roboter, was? Niemals. Niemals. Wir haben Niveau, Sinn und Verstand. So. Ah, so. Gleich schön Mukinas. Wer hat Bock? Ich nicht. Was? So. Warum scheiß Ruhrgebieter? Das muss man jetzt mal genau erklären. Warum wirke ich jetzt gerade wieder so unscharf? Das müssen wir doch gleich mal korrigieren. Hi! Ja, besser. So. So, wo ist denn der Rucksack, Franzose? Der war gerade eben noch bei Arcade-Schokolade. Haha. Stalking kann der Lom. Unscharf, du bist immer scharf. Keine Ahnung, weshalb die Kameraeinstellung jetzt eine andere war. Aber was willst du machen? So. Was willst du machen? So. Aber. Macht der Pluto-Nebel! Macht auf! Einen wunderschönen, Frau Perle! So, wenn man was Scharfes bei Frau Perle sieht, dann ist es meistens das Messer. Wie ist es? So, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal ins Spiel.
Zack, 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 zack. Du bist ja heute wieder gut drauf. Ja, vor allem, wie ich drunter bin, du. So, aber schalten wir jetzt erstmal den TV um. Zack. Pfannenperle, ja, das auch. Aber nehmt euch in Acht, wenn sie den Löffel hat. Sie weiß, wie sie ihn benutzt. Autsch. So, Boot-up-Porn, meine Damen und Herren. Und der Onkel braucht einen Kaffee. Blom braucht ein paar mit der Pfanne, ja, das auf jeden Fall. Butterporn? Was? Ne, das ist nicht an mir das Schärfste, außer steckt in meinem Fuß. Jep. Hast ja fast geschafft wieder heute. So. So, ja, Le Chendemü. Wie schaut's? Dieses neumodische 16:9. Was? Niemals. Weiß gar nicht, was du hast. So. Le Chendemü. Charaktergeschichten und Design sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit existierenden Personen ist reiner Zufall. Deine räumt sich auch nicht von alleine aus. Verdammt, Axt. So. So, wir waren in der Dragon Street 2022. Dispatched. Jo. Renfestick. So. Wer hat die Arschgeige vermisst? Die gerade streamt, ja, die auch. Geigenarsch. So, Kinas. Also, wir sind hier gerade in Kowloon angekommen. Na, Aska, aber die fliegen dabei wahrscheinlich die Brotmesser nicht jedes Mal so aus der Hand, dass sie fast den Fuß stecken. Hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Okay. So, reicht. Spiel denselben Song nochmal, okay. Ich habe eindeutig so viel Spaß dabei. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. So, einfach wunderbar. Eieieiei. So, aber erstmal Karte kaufen. Maps. Dragon Street. Good. 12:10, would listen again. Okay. Good. Content produktiv, ja, das auch. Maps. 1000 White Quarter. I'll get it. So, wir wollen ins Dancing Dragon Building. Jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, wo das ist. Übrigens, wir können hier wieder Kisten schleppen. Wer hat Bock? Lass mal Kisten schleppen gehen. Es hat so viel Spaß gemacht. Wird der Sound noch nerviger als IC? You sure have a fit body. Ooh. How about working for us? Oh. Around here, strong people usually arm wrestle or get into street fighting. That's why we're always short-handed here. I didn't know that. Anyway, Kisten. I don't want to force you. Stell dir vor, hat ihn als Wecker. Whenever you feel like it. Das ist eine verdammt gute Idee, by the way. Okay. I'll be waiting. Also man muss sich das so vorstellen, sag ich mal. Ich quäl mich morgens aus dem Bett.
Na, beziehungsweise ich sitze halt im Bett. Ich träume gerade, sag ich mal, von schnellen Mädchen, nackten Autos oder andersrum. Ne? Sehe gerade wunderbar scharfe Kurven und dann reißt es mich so aus dem Bett heraus. Das grenzt an Folter. Warum echot nur ihre Stimme? Echot sie? Dass die Mädchen mal schnell werden, um wegzukommen? Verständlich. Yep. Hat morgens den Song Captain Kirk is Climbing the Mountain als Wecker. Du bist auch weird. Excuse me. If you ever want to earn some money, just drop by. Ja. Yes. Ja, dann. What is it? Can I work that part-time job now? I was just looking for some help. Come on in. If you're free, are you interested in some part-time work? Yo. Okay. Lass arbeiten gehen. Right away. Ich habe einen klassischen Net-Net-Net-Net-Sound. Okay. Well then, get started and carry the crates. We'll try hard today, okay? We'll start. Also okay, wenn der und Hitler sich küssen würden, dann berühren sich die Bärte auch nicht, ne? We carry the crates over so. There. Okay. Oh, left. Left. When Kongo say nothing, push forward. Push. Okay. Das hört sich auch an. Right. Right. Das geile Minigame wieder, ja, auf jeden Fall. Left, left. Right. 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 Das pornöse Minigame, auf jeden Fall. Left, left. Der Typ macht aus Kistentragen eine Wissenschaft. Yep. Namen tanzen right. Mit 200 Kilogramm. Right. Put it down, okay? Perfect timing. Nice work. Yeah. Okay, get the next one. Okay. Okay, we carry this next one. Okay. Okay. Left. Left. Right. Ah, Gott, ey. Right. Left, left, left. Right. Reel sagt ja mehr als okay als I see. Ja, hier ist es left, wirklich so. Left. Right. Left, left, left. Right. Meine Fresse, das ist ja schlimmer als Synchronschwimmen hier, ey. Right. Right. Wir hätten okay machen sollen statt I see, ja. Okay. Okay, we carry this next one. Okay. Stimmt aber eigentlich mit dem Okay. Right. Right. Leon, help. Gott. Left. 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 Right. Right. Left, 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 right. Das klingt, das ist right. So ein bisschen wie die letzte Bundestagswahl, ne? Left, left. Oder wie meine Fahrschulprüfung. Right, right. Das Trick spielen wir schon lange unter dem Tisch, okay. Auf jeden Fall, ey. Okay, get the next one. Okay. Okay, we carry this next one. Okay. Right. Right. Left. Right. Right. Left. 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 Right. Left. 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 Okay, also ich würde sagen, der nächste Hochzeitswalzer, der sitzt. Left, left, left. Right, right, left.
I should Congo save for the same number of times? Entweder das oder er schmuggelt Rasierklingen. Right. Right. Put it down, okay? Okay, get the next one. Okay. Okay. Okay, die sagen aber auch echt auffällig oft okay hier, das ist unfassbar. Wenn ich erstmal frage, ob er besoffen ist, warum er quer zu, kreuz und quer durch den Raum wankt beim Kistenschleppen. Right, 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 left, left, left. Oh. Push in the direction Congo saved for the same number of times. Vor allen Dingen, man stelle sich das mal in Real Life vor. Wie kann man da verkacken? Du musst innerhalb des Zeitfensters drücken, Bella. Das Zeitfenster ist recht eng. Wenn du zu viel drückst, verkackst du nämlich auch. Das ist nämlich das Problem. So. Also der Triditon ist definitiv hinüber da drin. Okay, get the next one. Okay. Okay, we carry this next one. Okay. 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 Right. Right. Right, right, right. Left, 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 left. Left, left, left. Right, right, right! Oh, Gott. Okay, that's it for today. Everyone can stop now. Yes! You work pretty hard today. Keep up the good work. Hm? Hauptsache erstmal mit dem Lederbustier hier. Heide Witzka. Grade 6, here's $60. Thanks. Rechnen kann sie. Come and help us again. Okay. Okay. Scheiße. So, was war das? Dancing Dragon Building. Yellowhead Building. Ich konnte es nicht lesen. Das hier? Das ist ein Stützmieter zum Kistentra. Ah, verstehe. Wer, du möchtest Beischlaf? So, hier fehlt uns noch eine Karte. Ein wunderschön Frau betrunken, wie ist es? Black Heaven Building. A map. Black Heaven Building. Good. Deine Traumfrau vor allen Dingen. Eieiei, ihr nehmt euch doch ein Zimmer, Mensch. Wie ist es? Kalt ist es bei dir? Ja, kann ich klagen. Ein bisschen lange geackert heute, aber ansonsten ganz gut soweit. Moonchild Building? A building nearby. I have it. Don't need another. Okay. So, das ist das Moon Blue Dragon Garden. So,
So, also erstmal rausfinden, wo dieses verdammte Gebäude ist. Die Karte haben wir schon. Na, Frau Betro. Ah, wunderbar. Dancing Dragon Building. This is the Dancing Dragon Building. I'll look for the man wearing a black suit here. Cool. So, erstmal Karte holen. Ha, tolle Karte. Maps. Dancing Dragon Building. I'll need it. So, Frau Betrunken, wollen Sie ein bisschen Arschgeige? Wenn wir gerade von Arschgeigen sprechen, hallo Schmolding. So. So, fick dich. Was? Frech und einen wunderschönen Hello, Hello, sag ich schon. Ein wunderschöner Ding, wie ist es? Was mit dir hier, Kollege Bartwurst? What do you want? Dragons sleep. What are you talking about? Get out of here! So, Arschgeigen-Ding, yep. Bin auch noch am Arbeiten, dann gibt's einen Grog, eine gute Dose Hustensaft mit Lidocain. Habe ich selten so aufs Bett gefreut wie heute. Eieieiei, weichschlafen sie sich. Was? So, aber was muss ich mir jetzt nochmal sagen? Dragons don't sleep, okay. Excuse me. What do you want? Dragons don't sleep. You're the one then. We'll listen to your story. Head on up. Take the stairs. Hallo, Onkel. Nee, die Alarmanlage muss ja gelohnt haben heute. I can't answer your questions. You'll need to go up. Und einen wunderschönen Maxi. Ich grüße Sie. Wie ist es? Und Lurk Süßkram kaufen. Ja, mach das mal. So, dann einmal bergsteigen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier zu weit. Gucken wir mal. Was mit dir? What's your business here? Ah, ich habe auch Vorteile dieser Erkältung kennengelernt. It seems that you're the one. We'll listen to what you have to say. Head down these stairs. They're waiting for you on the third floor. Excuse me. I can't answer your questions. Just head down to the third floor. Okay. I see. I see. So, hab auch Vorteile dieser Erkältung kennengelernt. Immer wenn ich jetzt ans Telefon gehe, legen die auf mit sorry, hab mich verwählt. Aber mir geht's wunderbar. Ich hoffe dir auch. Ja, natürlich. Aber bevor ich gehe, was war das mit den Kistenpointen? Da dreht man noch durch. Ja, was meinst du, weshalb ich es gemacht habe? Könnte auch daran liegen, dass du mit falschen Namen abhebst. Oder man kann sich das so vorstellen, ne? Sie sitzt dann in ihrem Büro, macht da ihren Schreibkram, dann ruft auf jemand an. Hallo! Das kommt ungefähr hin, okay. What do you want, Small Fry? Small Fry? Dragons don't the sleep. Who saved the world? You're the one, then. We'll hear what you have to say. Take these stairs up to the seventh floor. I can't answer your questions. Okay. I should go to the seventh floor. That's right. Okay. So, einen wunderschönen Herr Archex, wie ist es? Hip das Dock. You can't just go up. Upstairs is off limits. Leave. Leck mich doch. Excuse me. Das Haus, das Verrückte macht. Ja, ja. So in etwa. Was hier scheint A38. So. Dragons don't sleep. It appears that you're the one then. Take the stairs up to the seventh floor. Is Young Dazu on the seventh floor?
Go see for yourself. Okay. Okay. So, der Eli Fowler vorhin hat das beschrieben, wie ein 80-Jähriger, der noch 10 Jahre seine Kippe ins Tracheostoma gesteckt hat. Fand die Beschreibung ganz toll. Das passt. Kalte, mein neuer Stuhl wurde endlich von TNT übernommen. Endlich ist er unterwegs. Wow. Also, wenn ich einen neuen Stuhl habe, gehe ich aufs Klo. Aber, naja. Du hast einen Stuhl in die Luft gejagt. Explodierender Stuhl, das klingt nach Chili. C4-Stuhl, das auf jeden Fall. Hey, you! Wait a second! If you don't have a permit, you can't go through. Go back! Ja. Halt die Fresse und lass mich ruhig. Excuse me. What's your business here? Drachen schlafen nicht. Dragons don't sleep. You're the one then. I knew you were coming. Enter the room with the dragon door. Okay. The dragon door. Da mal ab zur Drachentür. Mal sehen, welche Arschgeige uns da erwartet. Witzbolde, ja, ja. Are you Young Dazu? Nee, der sieht eher aus, als ob er ihn gefressen hätte. Young Dazu isn't so handsome! I'm looking for Yandazu too. I'll take good care of you. You're the one that'll be taken care of, don't you? You are run. I will deal with both of you then. This isn't cool. Lock them up. So. Nicht kennen dürfen, weil ich euch leiden kann. Hä? So I decided to come save you. You want me to cut those arms off? Shut up! What? Cut it out, huh? I don't think you're in a position to order me around. Shut up or I'll bust your face. Just try it. Stop it. Try and think of a way to get out of here. What? Okay, der Hall ist aber merkwürdig. Dritter Tag. Hey! Open the door! What do you want? He's dying. What? If he dies, he can't tell you about Yandazu. Da war ich zu langsam. You guys! Don't mess with me! Can't you even control your timing? Mit einer Pumpgun wäre das leichter, das auf jeden Fall. Open the door, quick! What do you want? He's dying. What? If he dies, he can't tell you about Yandazu. Oh! Damn, doesn't have the key. Hey, what's going on? Let's go. Okay, aber der Hall-Effekt, der ist komisch. Putting cuffs on me like this? Good, that way. Jump with me. Go. Let's go. So. Ein wunderschönen Jack the Ripper. Blechbüchse des Grüßen, das auf jeden Fall. Klingt so ein bisschen wie die St. Enger. Next left. Good, that way. Next right. Ha. Stay with me. Go. Yeah, let's go. Na, wie bei Green Hell, ne? So netter. They must be upstairs. Damn, they're coming. Hey. Into that room.
Randy. I'm starving. By daybreak, they'll give up. Be patient. Stop giving orders! Whose damn fault do you think this is? Damn kid. Meine Realität. What? That's it. No, don't. There's still. Fool, I'm taking a leak. Oh man. Someone's coming, huh? What next? Force our way through. Right now! Ja, wichtigsten Sachen gibt's noch da zum Kapseln sammeln. Oh ja. Okay, this way. Hey, run exactly where I tell you. This way. Good, that way. Right. Ha. Left. Whoa, ow. Stop getting in my way. Jump. Go. Yeah, let's go. Du siehst heute aus wie eine Katze. Mal wie die Ultra Fluffy Cat. Let me go first. Whoa! Ow! Stop getting in my way! What? Shut up! Come on! Left! Good! That way! Damn it! It's closed! It's falling apart! Just kick it down! We're both kicking my signal! Got it! Ready? Yeah, let's go! What's wrong? Hey, I heard something just now. Mit behinderter Assi-Palme? Ja, das wird einiges erklären. Hey, the door's been kicked down. They should be nearby. Find them! Don't they ever give up? Hallo, Onkel! Hallöchen, Vanished Hero! Little Britain hast du was gesehen? Eieiei. Bei Ma? What's wrong? Ja, ich weiß. Look, there's a door. Die offensichtliche Tür mit dem Aufdruck Exit. Ja, das war auf jeden Fall verstörend und zerstörend. Alles halber hier, aber sowas von. Und selbst. Stairs. Looks like we can go up. Let's go. Ja, aber das Spiel ist scheiße, Laura. Es ist so ein beeindruckend Kacke. Ne? Kann ich besser meckern, wa? Ja, weißt du Bescheid, Schützeken. The roof. The roof. The roof is on fire. Let's wait here till dawn. I told you not to order me around. Your voice is too loud. Was ein ungleiches Pärchen. Gut, dass ich einfach arbeiten musste. The Big Dipper. You should get some rest. Shut up! I have nothing to do with you anymore. I don't need Yandazoo or the money. Go on your own and take revenge or whatever. I was on my own till you came along. Who are you trying to take revenge on anyway? Landy. Oh, Landy. Landy of the Geomen? You know it? Nasty organization. Tell me what you know. Who is Young Dazu? He used to be the big boss of Hong Kong. I heard he lost it all, though. What about the Phoenix Mirror? The Phoenix Mirror?
There was another mirror of a dragon, but Landy took it. Landy took it? Dragon and Phoenix? A pair of mirrors and a chill man. Yep, hot up. I smell something really fishy here. And I smell money again. First, we gotta do something about this. At daybreak, we move. Mm-hmm. Get some sleep now. That's what I'm not. Yeah. Romantisch auf dem Dach gemeinsam einpennen. Mit Handschellen. Yep. Next day. Ich finde, sie haben tatsächlich Kowloon Wall City relativ gut getroffen. Wenn man sich die alten Fotos mal ansieht, das sah da schon sehr ähnlich aus. Hey. Hey. Ren. It's morning. Okay. Let's get back. Yeah. Musste der eben nicht noch pullern? Der hat eine Blase aus Stahl. Wahrscheinlich nicht das Einzige, was bei ihm aus Stahl ist. Ja, wo er auf jeden Fall weiß, wo es lang muss, ne? Er hat auch ein Stahlknie. Hm. So in etwa. Emergency exit. What luck? Nur G ist das ein Mann. Yep. Das ist übrigens Steven Seagal ohne Haare. Genauso ausdrucksstark. So. Go get Wong. What do you want with Wong? He's gonna get these off. He's a pro at picking locks. Get moving. Right away. Scheiße. Der Pups, der kriegt genug Schub zum Rüberfliegen. Ja, auf jeden Fall. Der Typ mit seiner Boombox ist eh der Beste. Ja, auf jeden Fall. Cool, cool sie. Cool sie. Ich frage mich, was der für einen Vornamen hat. Wong, we've been waiting. Yo, what are you doing here?
Cool, na, mal sehen. Steven Seagal scheißt ja dann einem auch auf die Möwe auf den Kappes. First, promise me. If I get these off, I want you to bring Yo back to Wanzai. Hold it. I've still got some business here in Kowloon. Sure, Wanzai or anywhere. I'll take him out, so hurry up and do your job. Wobei, ich erkenne gewisse Parallelen. Beschissene Quicktime-Events, man ist irgendwie an jemanden mit der Handschell dran gefesselt. Resident Evil 4 ist grüßend. It's a deal. Bring you back to Wanzai. What are you talking about? Huh? First we go to Young's place. Na, du bist ja auch immer grauer. Und du wirst auch immer beigeschlafen haben. Hi! Yo. Don't worry. I'll be fine. Ah, sie ist schon wieder hier. Joy. Ein wunderschön Dragram, wie ist es? You two know each other? Does it matter? You didn't even tell me that you were leaving Hong Kong. Yeah. Huh? What's going on here? What business have you got in Kowloon? I have to. Hong Kong. I don't know what's going on between you two. But we've got somewhere to go. So do the talking later. Ren, are you up to something again? Shut up! I said later. Hey, let's get moving. Yeah. Was er alles kannte, aber Hauptsache die Boobs sind rund, ne? Das passt schon. So. Und Tag zum Tag besser. Haken hinter das Jahr machen, bald neu durchstarten. Auf jeden Fall. Als ob sie das irgendwas anginge, was er in Kowloon macht. Oh yeah. Herrlich, herrlich, herrlich. Eckige Titten habe ich auf PS1 schon genug gesehen. Ah, das geht nach Tomb Raider. Einen perfekten BMI für Haidai? Hat sie definitiv. Hm. So, aber die hier haben mehr Polygone. Yep. Ja, wenn der Fuß mehr Polygone hat, als der komplette Charakter bei Tekken 1. Ja. So, Stöffchen steht mehr auf eckige Hupen. Oh ja. Unser Hupenspezialist. C-Feder 112. It's this way. Hm, apropos Polygone, Paul in Tekken hatte mehr Haare als Körper. Yep. Gut, das habe ich allerdings auch. Was? Manche sagen, ich habe mehr Haare als Gesicht. Hm. Great View Herbs. We're going in. Yeah. Hm. Der mehr Körper als Haare, das ist bei dir. Ren! Yeah. You set us up! Forgive me! Mount. I was threatened by Don Yu. I had no choice. Und mit dem Bart kann aber auch jemand erstechen. Where's Yandazu? I don't know, it's true. You must know something, don't you?
honestly don't know. Hey, what? Quang, he might know. He may have a clue to Zhu's whereabouts. Quang, the wiretapper. Yes. Karate Action, sie ist direkt dabei. Here's the deal. When you find out the secret of the Phoenix Mirror, I want my share. Suit yourself. Na, Levi, wie ist es? Alles gut, meine Liebe? Heute schon jemand verprügelt? Was? Where is Huang? T-Break Building. T-Break. Go out of here and take a right. Go behind this building. Find two bars next to each other. So, wir sollen so zwei Bars direkt nebeneinander gehen. Das finde ich gut. Ich habe durch. I'll find Huang there. Du, find Huang, klar. 902. Oh. 902. I'm going back to my place. Ja. Sorry, there's no training for me today. I'm sick. Mrs. Lena. I'm dearly sorry. Rüssel und halt euch, ja, sondern es ist Erkältung, ja. Yeah. Dann wünsche ich dir schon mal eine wunderschöne Besserung, meine Liebe. So, steht sie nicht auf. Ich kann ihn schlimmer quälen, ohne ihn zu verletzen. Oh, yeah. So, und jetzt Not. Let's do it. So, wir müssen ins T-Break Building 902. Dear Asuka, if I know something about, then it's shooting. Oh, yeah. There's some really tea-bagging building. Starman walked into a bar with some asphalt on his arm. He said, two beers please, one for me and one for the road. Oh, that's. So if he does a... If he does a bullet, then he becomes an ice bullet. Love's ein bisschen im Kreis. Ich hätte das nicht nur umschauen wollen. Nee, ich will mich jetzt verprügeln. Hallo, Onkel. Hallo, schön, Mrs. Mavet. How much is this? The strongest fighters in Mongolian wrestling. Russian. Nadam. Zangief. Aegon. Whoosh. No, that's Aegon. Aus Castro Brocco. The rules are easy. Stay away from them until time runs out. If you lose. Oh, ich kann wieder sprechen. Das finde ich gut. One match for a bet of $10. So, wir müssen ihn aber nur ausweichen, ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Let's see some hands up. I might try next time. Der letzte könnte mein Kumpel mit zu viel Bart sein. Du hast merkwürdige Freunde. Oh, fang ich ihn. Ne, langweilig. So, die Lele möchte, dass ich was trinke. Das ist doof, ich habe nichts zu trinken hier. Außer einen wunderschönen leckeren Kaffee. Danke dafür. Ein nettes Netzhemd, auf jeden Fall. So, wo müssen wir nochmal hin? Wir müssen Tea Break Building. Hinter das Great View Building gehen. Vorbei an zwei Imbissen. Okay. Dann gehen wir mal da hin. Aber Tea Break Building finde ich auch super. Dim, dum, quarter. Und hier haben wir keine Karte. Das ist das Three Birds Building. So, du brauchst die Melodie. I have this one. Ich muss mir das ja eh noch zurechtschneiden. Es hat Gründe. Wenn ich wieder bei Chef wollte mal guten Abend sagen. Bei Chef? Dim-Sum-Quarter. Teabag Billing, das hast du in CS, wenn das Gegnerteam gewinnt. Oh ja. So. Das ist das Yellowhead Building. Dem Sum Building.
So. Die Frage ist hier? Nein. Da hinten wahrscheinlich auch nicht. Aber wir können uns ja mal durchfragen. So, alles klar. Dann schauen wir mal, wie hold uns Epic Games heute ist. Pff, ja. Immer Leute, die auf Cyber 6 stehen, was? Excuse me. Who, me? Oh, you, you. I want to go to the Tea Break Building. The Tea Break Building? I'm going to a place near there, so why don't you just come with me? Okay, thank you. Ja, dann führ uns mal. Finde ich tatsächlich ein nettes Feature. Manche Leute führen einen direkt dann dahin. Andere Leute stehen einen Weg rum. Wie im echten Leben. Hey buddy, we're here. Thank you for your help. Hey, it was nothing. See ya. Er war ja eh gerade auf dem Weg dahin. Ach, das ist da, stimmt. This is the Tea Break Building. Good. I can look for Huang's room. Geh da mal rein da, ne? In die gute Stube. So, hier haben wir eine Karte. Wo müssen wir hin? Wir müssen 902. Dann gehen wir mal in den 9. Stock. Wunderbar. Das ist wie beim Chinesen am Buffet, die Musik. Ja, so in etwa. Es ist halt die Arschgeige, ne? Es ist halt die Arschgeige. So, wir wollen ins Zimmer 902. Das ist 906, 907. Das heißt, wir müssen hier andersrum. 904, 903, das ist 902. Dann mal rein in die gute Stube. Die kleinste Violine der Welt. Mal mitten. Pitch black. No one's here? There's no light. I can't see a thing. Where's the light switch? Ja, direkt neben ihm. So, die kleinste Violine der Welt. So. Ja, halt doch die Fresse. Point perfect. Oh, here's the light switch. This will turn the lights on. Ah. Was ist es? Ein Lichtschalter. Was macht es? Es schaltet das Licht an. So. A wiretap. Where's the tapped information? Es leuchtet aber nicht blau. Guck mal, ein Feuerzeug. Nehmen wir mal mit, ne? Warum nicht? Hey! Lichtschalter neben der Tür. Wie ungewöhnlich. Is there a clue somewhere? I should look for it elsewhere. Ja. Dass er wirklich jede seiner Aktionen kommentieren muss, ne? Der, weiß ich nicht, Stream im Jahre 1986. Isn't there anything else? Einfach mal jeden Scheiß hier kommentieren. So. Ist er? Ja, verdammt. Ich bin arbeitslos. Mist. So, was mit dir hier? So, hat die Bella eigentlich schon Shoutout bekommen heute? Hat sie eigentlich gar nicht verdient, so frech wie die jetzt war. Also die Vorbesitzer von unserem Haus haben zu viel gesoffen. Unser Lichtschalter im Wohnzimmer ist direkt mitten in der Wand neben dem Fernseher. Musste nachts erstmal das halbe Zimmer, um den Schalter zu finden, geht danach mit zwei gebrochenen Zähnen und drei blauen Flecken wieder raus. Ich dachte andersrum. Dankeschön. So, was haben wir hier?
This is a wiretap. This was used for eavesdropping. Ah, yeah. GPI? Was ist mit GPI? Isn't there anything else? Ach, für den Follow. So. Machst du nichts verkehrt. Machst du wirklich nichts verkehrt. Nothing to do with me. Spielt aktuell sehr viel Pokémon. Wie er lügt. Was? Ja gut, okay. Also ganz im Ernst, man nimmt den Shoutout zurück, entfolgt sie alle einfach mal. Ne? Also, das passt schon. Messer? Okay, etwas Sims ist manchmal auch dabei. Mal reinschauen. Man kann ja notfalls noch entfolgen. Ja, ja. Immer eine gute Idee. Ich fange schon an mit der Sprengstöffel. Ja, ja. Hast du etwas zu große Flossen oder was meinst du? So. So. Immer noch nichts. Nothing to do with me. Zu lange Nägel. Ja. Weißt du, was da hilft? Gesunde Zähne. Was? So, da ist auch noch mal was. Ja, hör doch auf, an den Nägeln zu kauen. Und dann nimm wenigstens deine eigenen. So. Nee, auch noch falsch. Ein Kratzbaum. Isn't there anything else? Deine Nageltante ist krank. Aber hier ist ja der Nagelonkel. Wenn ich mich mit einer Sache auskenne, dann mit Nageln. Is there a clue somewhere? So. Guck mal, 3 Fragezeichen. Cassette tapes in the trash can? Could be a clue leading to Young Da Zoo on these tapes. I should go back to Rentida. Gesichtsausdruck beim Nageln? Solange der Nagel nicht krumm ist, wenn du wüsstest, und Lay schreibt schon in Hilfe, die kann sich doch schon selber helfen. Also du meinst die Nägel, die du schräg in die Wand schlägst? Auf jeden Fall. And I'm going to listen for clues. All of them? Yeah. Yep. Whatever. TKKG, die Profis sind spät. Niemals. I'm lending you my hideout in the tape recorder for my share of the loot. Yep. Don't get the wrong idea. Ja, jetzt mal Mixtape draus auf diesen Tontechnik. Ja. Abgenickt von Technik. So, der Superpapagei war scheiße, jetzt kommt der seltsame Wecker. Ja. Flammende Spur. Der weinende Sarg. Gut, aber das waren Sega-Kassetten. Dann sind sie an der richtigen Stelle gelandet. So, am nächsten Tag. Nun ist meine Nase zu. Nix im Haus dafür. Das wird eine super Nacht. So much trouble, and not a single clue in hand. This is the last of the tapes. Und das ist auch wieder so eine fragwürdige Designentscheidung. Na egal, lassen wir uns einfach mal überraschen. This is what happens when you use a
is ready. Good. I'll be looking forward to having fun. Having fun. Phew. Which is more important, me or work? I told you already. You, of course. You're lying. I am not. Then why didn't you show up? I tried, but I couldn't. I'm dying to go back. I've already spent 10 nights in my office. I can't believe you. You're lying. No company would ask that much. What Elon Musk. Do you want me to do then? If you want to see me that much, why don't you come over to my office? You're so stupid. If you love your company so much, why don't you marry it? Maxi, warum hast du denn Hass? Erstmal schön Werbung für Arcades machen. So muss das sein. Wenn die Kacke am Backpapier klebt, kann man nicht rein, dann muss man schon hinbekommen. Lüg mich nicht an, sonst gibt's die Peitsche. Mr. Donu? I just sent a guy over. Have you told him the password? Yes, I've told him. And did it seem that he knew where Yuanda Zhu is? Well, that I don't know. What a fool you are, Yang. I'm gonna... But I'm sure he's got something to do with Zhu. He's Japanese. Japanese. We know that Zhu sent a letter to Japan. I'm sure the letter was addressed to that guy. A guy from Japan. I see. I can smell something. Das war übrigens ein IC. Und du musst die Scheiße hier komplett durchhören. I'm sorry. Could you just wait a few more days, please? You said the same thing last month. You can't pay, can ya? Why don't you just close your business? Please, trust me, I promise.
dumplings, please. Who do you think you're calling? Isn't this the Glory Diner? I want you to hurry with the delivery. Shut up! This is no noodle shop. Madam, I would like to recommend some stocks. Really? I know people who lost their money in stock investments. To avoid that, I'm inviting you to our seminar. A person like you with many assets won't have to worry about much risk. But what would I do with so much extra money? Madam, if you make more money, you can spend more. You won't have any problem spending more, will you? Okay, you win. I'll leave it up to you to select the right ones. Thank you so much. And how much did you want to invest? All of it. Uh-huh. All of the stocks that you can handle. Buy them all. Tips on tomorrow's race. Ninth race, the top pick is definitely going to be Bellwood. She's got some mood swings that can affect her performance. But for this race, her opponents are no match. A possible rival is Lucky Field. She's constantly improving. She may be tired from previous races, but she usually makes a good start. Another good choice would be Mountain Brook. Not a strong match against Bellwood, but who knows? There's always the chance of an upset in a race like this. That's it for the tips on tomorrow's race. Hello, this is the Child Care and Education Clinic. My child won't eat. And how old? 20. Not you, the child. 2 years and a bit. What is a bit? A bit is a bit. 2 years and how many months? 2 years and 2 or 3 months old. 2 months or 3 months, which is it? 2 years and 2 or 3 months old. Never mind, this isn't the section you want anyway. Try the number for the infant section. The infant section? That's right. Can't you just put me through to that section? That's a bit of a problem. A bit of a problem. And you see, the manager is really mean. Oh, really? He's such a brown nose around the executives, but he treats us like trash. Hey, are you listening to me? I am. He's low right. Yeah, the only thing I've been doing for him all day is preparing his tea. He can't even use the photocopy machine by himself. I've got a phone call. Catch you later. Hello, this is the Nine Bird Shop. Did you get the bird feed I asked for today? Please hold. I'm sorry, it hasn't arrived yet. When will you have it? Let's see. In about a week. 2 days. Huh? Are you trying to starve my dear bird to death? No, certainly not. Anyway, I'll give you 2 more days. That's impossible. The bird feed you requested is quite special. I don't care about your problems. It's for your own good to get it quickly or else. But, Miss Yuan... If it takes more than 2 days, I'm going to feed you to the stray dogs running outside. Wenn noch einer sagt, dass Final Fantasy X scheiß lange Cutscenes hat, bitte das jetzt sagen. Danke. One of his men, did you get information on Zeus' whereabouts? Master Danyu, you're always in too much of a rush. I'm going to have some fun and make this guy talk. Leave it to you. But there isn't much time.
Kaugummi in Polygonform. Kinas. Don't you worry. Trust me. Trust me. Trust me. So, wir haben es hinter uns. Juan got a hold of Zoo's associate. Gut, ich finde es ja stellenweise schon recht witzig. So ist es nicht. But Tonya doesn't know yet where Zoo is. I'll find Juan. It'll be too late if the guy spills the beans. There's no time to waste. We'll split up and search for Juan. Wir füllen jetzt den Papagei? Nein. Dragon Street. So. Juan hat Zoos Kollegen entführt. Finde Juan schnell mit Rens Hilfe. Ja, dann machen wir das doch mal glatt. Jo. Here, my man. My man. Me? Come listen to one song. Und die nächste Arschgeige. I'd like to hear a tune. Now. Wann gibt es viele von dir? Yep. By the way, you were in a hurry. I'm looking for a woman named Yuan. Well, as you can tell, I cannot see. Really? I'm really blind, but the winds or the sounds may tell me what you need to know. Sounds? There was a sound of a bell on the tape. Thank you very much. Do you know a place nearby where you can hear the ringing of a bell? I have heard a bell ring in the Moonchild building. The Moonchild building. All right. Thank you. Randy, ja, ich glaube zweimal musst du ihn ansprechen, also an zwei verschiedenen Tagen. Dann kannst du gegen ihn kämpfen und eine Technik lernen. Der allwissende Blinde, wie in jedem guten Filmstreifen, genau. Was hier aber noch fehlt zur Vollendung der Illusion, wäre tatsächlich der Gärtner. Das und das Alpha-Männchen. So, Moonchild Building. Ich verstehe da immer Moonshine Building, was will mir das sagen? Und Jackie Chan, genau. Und Dim Sum. So, Yellow Hat. So, Dim Sum. Na komm, du lustiger kleiner Bursche. What's up, Mister? Hey. How do I get to the Moonchild Building? Oh, the Moonchild Building. I'm going that way, so come with me. Thanks. Der sieht aus wie eine Marionette. Gruseliges Kind. Ja. Haben meine Eltern auch immer zu mir gesagt. Mario die Nette, was? Rechts könnte ein alter Hitler sein, ne? Wenn man ihn sich so anguckt, ne? Ja. Möchtest du, oder ist das Bild so dunkel? Warte mal eben, ich mach kurz was nach. Ja. War zu dunkel. So, jetzt ist es richtig. Recht hatten deine Eltern, was? Das war bestimmt noch nett ausgedrückt. So. Das sieht aber gut aus. Da hat er sich versteckt. Da hat er sich versteckt. Ja. Moonchild Building. Ja, dann mal rein da, ne? In die gute Stube. Okay. Thank you.
So, wo gibt es denn hier Glockengeläut? Excuse me. What is it? Do you know a place where I can hear a bell ring? The sound of a bell. I heard it at the orphanage on the 8th floor. I understand. Thank you very much. So, 8. Stock. Dann gehen wir mal in den 8. Stock. So. Aber auch witzig sein, mal, dass die ganzen Aufzüge hier in unterschiedlichen Stockwerken halten. Ich dachte, jetzt klingeln ihre Glocken. Nein! Zu niedriger Polycount. Für Körbchengröße D brauchst du mindestens 20 Polygone. So. Guck mal. Fröhliches Kind. This is the orphanage. Dann gehen wir doch mal rein hier. Who are you? What are you doing here? Da hat jemand nachgezählt, oh ja. Can I ask you a question? Huh? I'm trying to find someone named Yuan. Have you seen her? Yuan? She wears a red shirt and a vest. Hanji Huo should know about her. Really? Do you know where Hanji Huo is? He's playing inside with everyone else. Das ist so ein bisschen wie die Befragung bei Terminator. Sarah Connor. Right. Thank you. Ja, das wird ein bisschen knauserig mit den ICs heute, ja? Aber das macht das Spiel ja so spannend. Took you long enough. Ren, why are you here? I was checking on Yuan from a different source. Alles klar, Frau Perle. This is where I ended up. Really? Did you find any clues? I just found out that this was the place where you can hear the bell ring. What about you? There's a child that probably knows about Yuan. Good, then find that kid. Yeah. Ja gut, dann suche ich's ja. Mann, 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 Mann. So. Was mit dir hier? No, you can't go into the teacher's room for no reason. Alright. Was mit dir hier? Hey there. What is it? Do you know where Hanji Hua is? Him. I see. Thanks a lot. I see. Na ja, dauert eh etwas, bis der Herr des Waldes es zugerottet hat. Teacher's room for no reason. Really? Das Sonic auf dem Bild? Wo? Welches Bild? Stimmt. Sonic and Tails. Und links ist Bella mit schwarzen Haaren. Was? Are you Hanji? Yeah, that's right. What do you want? I've got something to ask you. Have you seen a person called Yuan? What kind of person? She's a woman. She has short hair and a red shirt. Oh, and zebra pants. What else? I've seen her before. Really? Where? I don't know. What good is this kid? But I know about her. Can you tell me? I'm not sure. Little brat. Hey, give this kid something. Something? Like what? Like a toy or a prize or something. Any stupid little thing like that. Well. Ich sehe schon wieder Gruppenbeischlaf hier. Na, von dem sprachst du. Hey. Was? What's wrong? Well, I have nothing on me that I can give him. You're pathetic. You owe me for this. Afterburner Automat. How's this? Take it. Wow, Afterburner, great. Gruppenbeischlaf. Can you tell me everything you know? She had that thing with her. A black one. It said hello. Huh? What's that? Anything else? It imitates you. Imitates you? Is it a dog or a cat? It's in a cage. This is ridiculous. I can't stand it. In a cage? Maybe like a bird? Yep, that's right. Bird, bird, bird. A bird. A black bird that imitates you.
Is it a crow? No. You idiot! What crow talks? Ja, einige Krähen können sprechen. I guess you're right. Is it a talking bird? Yes, that's it. She's always going for a walk with her talking bird. A talking bird? Wie die Krähe links im Bild. On that tape. Do you know where Yuan lives? I don't know. But my teacher knows everything. Teacher? Yeah, our teacher, Miss Young. She's really nice. Ich ignoriere das nicht kalt, eiskalt weg. Es geht mir nah. Aber nicht nah genug. So, aber vernachlässigt mich halt übel. Es hat immer so ein komisches Wort, das ausreden. Ich glaube, das ist diese Arbeit oder so. These people are here to ask about that woman. Das hier fängt jetzt auch an, irgendwie so einem schlechten Hentai. I want to ask about a woman named Yuan. Yuan? She's wearing flashy clothing. Yes, I think I did happen to see someone like that. Do you know where she lives? I'm sorry, but I can't think of anything. Man nannte ihn auch der kalte Lung. I heard from Hongji that she's carrying a talking bird. Yes, that's right. If that's the case, why don't you ask at a bird shop? A bird shop. I understand. Thank you. So wie die am Rumzappeln ist, ey, hat die, weiß ich nicht, Parkinson oder was ist los? So, aber, naja. Wo ist denn ein Birdshop? Kannst du mir weiterhelfen? Got a second? Are you new here? Can we play together? I'll see you later. Lass uns spielen, bis später. So, dann viel Spaß mit den Wuffels, mein Junge. Nee, die Frau konnte Rio auch direkt sagen, dass sie mit ihm schlafen möchte. Rio würde nur sagen, I see, und wieder gehen. Der Klotzi. Oh yeah. Und was mit dir hier? Got a minute? Huh? You wanna play? Okay, I'll come back later. Na, wollen wir spielen? Natürlich, ich komme später wieder. So. Vor allem, dass das Spiel eiskalt wirklich die Etagenzähler da hochzählt, ne? Es ist, ich sag mal, entschleunigtes Spiel, würde ich mal sagen. Realismus über alles, auf jeden Fall. So. Was mit dir, Kollege Bratwurst? Excuse me. Anordnung ist wild. I want to go to a bird shop. I suggest you go to the dim sum quarter and look for a building called the Three Birds Building. There's one bird shop after another inside. I understand. Thank you very much. So, wie viele Teile gibt es davon eigentlich? Es gibt drei. Der erste ist 2000 erschienen, der zweite ist 2001 erschienen, der dritte ist 2018 erschienen. No joke. So, versuche mir gerade vorzustellen, wie anders anstrengend es sein muss, das Speed zu runnen. Das Schlimme ist, du kannst hier, glaube ich, auch nichts exploiten, tatsächlich. Also es gibt keine Skippables oder sowas. Spielst den dritten auch, um Gottes Willen. Den spielt der Werte Random Name. So, er hat zwar schon einen Shoutout bekommen, aber er bekommt jetzt noch einen. Er wird den dritten spielen. Wenn ich mit dem zweiten fertig bin. Lass den Mann mal Liebe da, Mensch. Sehr, sehr netter Bursche, auch wenn er Österreicher ist. Aber hey, irgendein Problem hat ja jeder. So, wir wollen ins Dim Sum Quarter, ins Three Birds Building. So, schließt der dritte ab? Leider nicht. Ansonsten spielt der Randy gerne hochgezüchtete Doom-Mods. Muss man leider nicht anders sagen. Und fängt jetzt tatsächlich auch mit dem Retro-Streaming an. Ich glaube, mit einem First-Person-Glitch gibt's da was. Ja, dann aber nur auf der Dreamcast. Ich meine, dieser Glitch, den du meinst, der ist bei dem Remake nicht mehr drin. Any Person liegt bei 1 Stunde 40! Okay, das muss ich mir mal angucken. Stargazing Point, Black Heaven Building.
Heide Witzka. Es gibt Leute, die kein Leben haben. Und mich. Yellow Hat Building. Wir sind doch jetzt im Dimsum Quarter, oder? Habe ich das richtig gesehen? So, Calibur 3 ist ja Reto, auf jeden Fall. Thousand White Quarter. So, aber wir waren doch gerade im Dimsum Quarter, oder? Lass mal nochmal gucken. Nee, das ist Stand Quarter tatsächlich. Gibt bestimmt Mods wie für Resident Evil, Silent Hill mit Annie und Dialog gibt über den Türen und so weiter. Ja, also, ich meine aber, doch stimmt, jetzt wo ich's höre. Es gibt, glaube ich, es gibt zwei, drei Stellen, wo man Sequence Breaking machen kann. Letzten Endes kannst du das Gear auch nur mit Sequence Breaking ran. 3 Stunden 38 Glitchless. Das ist sogar durchaus realistisch. Wenn man wirklich ganz genau weiß, wo man lang muss und was die optimale Route ist, denke ich ja, das ist machbar. So, aber wir müssen jetzt zum Dim Sum Quarter. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Gucken wir mal. Wenn ich einmal am Anfang in die Kauferei im Hafen denke. Am Anfang? Ach, den Mist meinst du? Das muss man tatsächlich nicht machen. Das muss man tatsächlich nicht machen. Ich mache es nur, damit ich mehr Geld habe. So, Dim Sum Building. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo das Vogelhaus ist. Tea Break Building. Na komm, Joy kann das also mit Sicherheit sagen. Komm, gib ihn. Geistkragen. Bei den Speedruns ist aber nicht die PS2 1.0 bis 1.5 Version dabei. How do I get to the Three Birds Building? The Three Birds Building is next door. It's that building there. Oh, all right. Okay. Yellow Hat. Dann ist das hier das Three Birds Building, ne? This is the Three Birds Building. Yep. A building nearby. I already have one. Sehr schön. Karte haben wir. So. Hier gibt's alles zu Vögeln. Ich weiß, der war scheiße. So. Was haben wir hier? Excuse me. Yes? Dann Vögel mal. Do you know anyone who owns a talking bird as a pet? I don't know. I was just hired recently. I see. I don't think the old lady knows either. Old lady? That person over there is my employer. If you want to talk about birds, ask at a bird shop. This is a bird, bird, bird. There are lots of Der Rock ist aber auch gewagt. I see. Thank you. Da war der nächste. Jetzt rasselt's aber ICs. So. 5-mal schon heute. Ja, Bella ist natürlich klar, ganz klar mitzählen, ne? What is it? A customer? Do you know anyone who has a talking bird for a pet? As you can see, we're not a bird shop. Do you have any idea? How about asking at a bird shop? Oh, Witzbold. I see. Where can I find... Maybe. Thanks. Und das nächste IC. Ja, hm. Frag doch mal auf... Ich suche einen Birdshop. Hm, wo könnte denn einer sein? Frag im Birdshop nach. Ja. Dam, dam, da. Können wir aufhören? Aktuell würde ich gewinnen. Hm. Nö, wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, Antique Birdshop. Aber ich glaube, ich weiß, wo es ist. Roof müssen wir. Wir müssen dann... Wo müssen wir hin? Dritter Stock. Okay, dann lasst mal zum dritten Stock. Bird, bird, bird. Bird is the word. Funny Category, IC Run. Oh ja. Das Schlimme ist, die sind ja alle geskriptet. Das heißt, er antwortet auch immer dasselbe. Je nachdem, wen du ansprichst. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so Fun Runs gibt, sag ich mal, mit, also ein No IC Run.
Das müsste es mit Sicherheit auch geben. Also hier gibt es ja eher so No-IQ-Runs, aber naja. Komm mal, Vögel. Und ich meine, dass der Vogel-Heini... Ist der da hinten? Nein. Ich glaube, es werden zwangsläufig ICs getriggert. Okay, dann ein Low-IC-Run. Spring Arrival, 9 Birds. Ich glaube, der ist es. Excuse me. Welcome. Welcome. I'd like to ask you about talking birds. You've got good luck, sir. If you're looking for minor birds, we're the top shop in Hong Kong. About a person with minor birds, do you know anyone? Not yes, Toki. Some people. Could you tell me who? Chen of the electronic goods shop owns one. Anyone else? Other than that, there's Jin. That woman has three of them. Anyone else? Other than that, Oh, there is one special customer. A special customer? A very strong-willed woman. Anything else? She has short hair and wears a vest. Dieses Gedingel im Hintergrund, yep. That's Yuan, no doubt. Oh, you know her. Is she around? She comes here every day to buy feed. She always buys the best feed. Around what time? Usually around the end of the afternoon. Early evening, I'd say. I understand. Thank you. I should wait. Dann würde ich mal sagen, dann warten wir jetzt mal eine Runde, ne? Das ist echt mal ein Gedingel, ja, auf jeden Fall. Ja. Friend. Think you're so smart getting here before me. How did you find out? Heard Yuan's got that talking bird for a pet. Na, guck mal. Bingo. A real filthy place as usual. Good day, Yuan. Come on, hurry up and get the bird feed. Yes, yes, right away. It's Yuan, all right. Good. Take it easy. Thanks, I'll come by again. Please do. So, dem müssen wir jetzt folgen. Und zwar möglichst, dass wir nicht gesehen werden. Ah, yes, oh Gott. Halber Abgang beim Aufzug fahren. Und aber das Bild klingt gar nicht so krass. So. Sechster Stock. She got off on the sixth floor. This one doesn't stop on the sixth floor. Geht dir beim Aufzugfahren auch immer so? Ah, yes. Get moving, you piece of junk! Oh, ow! Gott, ist der Junge dämlich. Martial Artist, auf jeden Fall. Afford a discount. Oh, please, this price is the best we can do. There's Yuan. You owe me for letting you stay in business. Oh, give us a break, please. We
gotta wait till Jan gets moving. Yeah. You're always charging so much. I think the prices are reasonable. These are all imported directly from India. So much, just for some chili peppers. Mm, haven't you heard hot. Of giving good service to your customers? Okay. Also von dir möchte ich keinen guten Service haben, aber naja. So. Langsam folgen. Voll die Stealth-Mission. Fufu Fufu Teehaus. This place isn't popular these days, am I right? I am sorry. I'll pay you in a few days. Oh, I didn't mean that. I only meant that running a business isn't easy. Thank you for your concern. What's she babbling about? Put it to Mastodon you myself. Yes, I appreciate it. Looks like she's done. Wie hieß die Ex-Frau von Stallone? So ein bisschen, ne? She's using the elevator again. After her. Yeah. Ah, yes. Gott. Na gut, kein Kingshaming hier, ne? She got off on the first floor. We'll go down too. Yep. Na dann mal ab ins Erdgeschoss. Sieht die aus wie ein Street Fighter Charakter? Ja, so ein bisschen, ne? Komische Nummerierung auf dem Aufzug. Ja, die Aufzüge halten hier nicht auf allen Stockwerken. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Jedes Stockwerk hat tatsächlich die Tür zum Aufzug, aber es hält nicht überall. There's Yuan. Your eyes on her. Yeah, let's go. So, wir dürfen nicht zu nah ran. There's Yuan. Keep your eyes on her. Yeah, let's go. Das ist aber genau die Sorte Frau, die man unbedingt stalken möchte. Also halb im Lurk, ich muss meiner Sucht frönen. Okay. Vergiss den Gürtel aber nicht diesmal. There she is. Don't get too close. I know. Let's go. So. Der Troller noch ein bisschen weiter folgen. Passt irgendwie zu Isaac. Ja, so ein bisschen, ne? Mit der richtigen DLC-Politik ist es auch genauso teuer. Zu viele oder zu wenig Details? Such es dir aus. Dein Dürumtier ist da. Bis die Tage. Alles klar. Bis später. Ich habe erst Glory Hall Building gelesen, ey. Meine Fresse.
So. So, did you get that knife I asked for? Yes, yes, of course. One of your men came to pick it up a while ago. Happy time. Oh, really? When was that? About an hour ago. It should be sitting in your room by now. Fabulous! I've got something to look forward to. She likes to collect knives. She is so weird. She can hear you. I'm keeping it low. I'll come by again. Thank you very much. Come on. Yeah. Oops, wrong way. She almost saw us. It's not my fault. Never mind. We're going after her. Yeah. Und weiter stalken. There she is. Come on. Yeah. Also, was kann man eigentlich den ganzen Abend so in Hongkong tun? Auffällig, unauffällig. Oh ja. Irgendwie fehlt mir noch als Bonus-Item die Zeitung mit den beiden eingerissenen Löchern. Das oder die Sonnenbrille. Ah, tasty. Such an elegant way to spend my time. She is so damn weird. I'm getting sick of this. Why don't we just wring her neck? Wait, just stay down. You're the one that came up with this idea of sneaking around. Das DLC kostet 1,99 pro Item. Diese Abschnitte sind wenig langweilig. Ja, leider. Oh, that was good. Come on, let's go. Yeah. Ja, ist aber gleich zu Ende. Wo sind die Troller? Jetzt völlig mit Schugge? Wo ist die denn lang? Ach, da ist die lang. Oh, fast zu nah dran. There she is. Don't get too close. I know. Let's go. So, aber das müsste es jetzt gleich gewesen sein mit dem Abschnitt. Gibt's keinen I-Know-Counter? Nein. Ich pack sie erstmal am Arsch. So. Mit toller Musik für Leute, die mit der Hand am Arsch schlafen. So. Kannst ja für dich einbasteln. I know. Was? Nein. Geh mit nicht. What is this? It looks so filthy. It's so like you to notice. This is a precious item from the village of the three dragons. No! This thing stinks! Oh, and this has a wall lizard. Soaked in liquor for years. And what's that gooey stuff over there? An extract taken from a frog over a period of 10 years. I'm getting impatient. How long is she going to hang out here? Why don't you stay still? Huh? You'll give us away. Isn't this for a Karen? Yeah, that's on jeden Fall. Disgusting! Feeling nauseated? Why don't you try this then? Yep, Vanish kennt sich aus, auf jeden Fall. She's gone inside the Moonchild. Yeah, let's go.
aber dass die nicht eins und eins zusammenzählen können. Weißt du, du hörst auf dem Telefonat erstmal diesen scheiß Geier und du hörst diese scheiß Glocke. Das heißt, diese scheiß Glocke, die muss irgendwie 3 oder 4 Räume daneben sein. Weißt du, anstatt einfach da zu warten, bis die irgendwann da mal vorbeikommt, ne? Ah, egal. Ne? Storytelling, das kann Sega. So. Freizeitproktologe. Ah, okay, das erklärt einiges. Ich würde aber sagen, dein Hobby ist für den Arsch. That fridge I bought here, it's not working right. Oh, I'm so sorry. So, Asuka, den muss ich wieder abziehen. Free of charge, of course. Oh, really? Come and change it later. Oh, which part wasn't working? Let me see. It's the color. The color? Lom beim Spielen zuzuschauen, das ist aber ein merkwürdiges Hobby. Oh. Ein sehr, sehr merkwürdiges Hobby. Ein wunderschön Yuzu Racer. Dachte, wird nur mit Ausrufezeichen getriggert. Wird auch ohne getriggert. What? You're giving me orders? Good, you're being very wise. See you later. Yes, I sure will. I didn't ask you to come along. Oh yeah? Damn. Hi. Für die einen ein Marsch, für alle anderen ein Marsch. Wäre ein guter Slogan. Ja, das klingt nach der US-Armee. That was close. Hey, come on. No time to take a break. So, wo ist er? Da ist er. Oh. Na, dann Jose möchte mal wieder den Texaner hier rausholen. So. Hello again. Ja, der einzige Marsch, den ich kenne, das ist der Marschflugkörper. Ja? Und das ist der einzige Marsch, den ich akzeptiere, mein Freund. Oh ja. Wow, looking girl, baby. She got off on a 4th floor. Go after her now. Yeah. Yeah. Yeah! So we need to take the elevator for the 1st floor. Yeah! Ooh! So let's go up to the 4th floor. No. But that girl's looking like someone from the bowling scene. Like a guy. There she is. Come on. Yeah. Skip staircases. GPI. Yeah, skip staircases. Like Macho Man. Oh yeah. Oh yeah. Ooh. So. Let's follow that lady. Oh. Sugar. And finally it's over. Hope so. Golden flower building. Yeah. Ah, I'm finally home. Finally home. Peak stealth mechanics, auf jeden Fall. It's that room. What next? All right. You or me, which one of us will barge in? Randy weiß genau, weshalb ich das jetzt witzig finde. Decide with the number, tails. The queen's face, heads. So, Kinas, Kopf oder Zahl? Heads or tails? Kopf, Zahl, Zahl. Was haben wir noch? Hm.
Kante? Na komm, dann nehmen wir Zahl. Wir werden das Ganze hier gewinnen. Tails. Alright. Schrei nicht so, Yuzi. Got it. Yep. Heads. I win. Alright. You go. Sag ich nicht, GPI. Wer hätte es gedacht? Oh ja. Schiebung. So, mal guten Tag sagen. Who's there? I was about to get to the best part. Das wurde doch gerade interessant. Ja. Frauen überzeugen, das kann der Rio. I'm impressed. Why don't you take a nap for a while? Shut up. Do you want to end up barbecued? Barbecue. Drecksvogel. Man, let's look for Zeus' associate. Yeah. So, dann lass uns mal umgucken hier. Hat sogar ein Foto von ihrem Lover hier. This is sexy. So. He's still alive. Hey, are you all right? Zom. You are. Damn, don't use here. Big cheese. We'll take care of him later. Lie still. Yes. Hide in the closet. Hide in the closet. Hey, you gotta hide too. Sieht so aus, als würde er jeden Augenblick zum Zombie. Yep. What's going on here? Hide in the closet! Hide in the closet! Fools! Thought you could hide? Gotcha! Oh. No! Gar nicht mal so dumm eigentlich als Idee, ne? Ein! I'll kill you! What's going on here? Hide in the closet! Hide in the closet! Yep. Fools! Thought you could hide? Gotcha! Oh. No! You're testing me! Let me out! Hey! Knock that shelf down! Hurry up! Serves you right, stupid, don't you? Stupid, don't you? Stupid, don't you? Back to my hideout. Oh, yeah. So, erstmal wieder die Arschgeige. Hey. Hey. Zoo. Where is he on the zoo? You. Hey! Can't you see he's hurt? Ghost Hall building. Ghost Hall building? Will I find Zoo there?
Yes. On the 10th floor. 10th floor of the Ghost Hall building. Take this. What is this? Please look after Zoo. Hey, take care of this guy. Yes, oh God, eh. Come on. I've got some business. Go on ahead. What? So, also wir sollen jetzt als nächstes zum Ghost Hall Building. Hey, Red. Joy, take care of him. I will. Stalkerin und professionelle Krankenschwester. Dies passt. So, schwarzes Schildgürtel haben wir bekommen. Dann gucken wir mal weiter. Deine Lieblingsdame. Ja gut, kein Kingshaming hier, ne? So. Tüdelü. Ich glaube, jetzt spricht er mich schon wieder an, ne? Ne, wenn ich ihn jetzt anspreche, glaube ich. I hear the voice of a certain young man. Vor allen Dingen ein certain young man. I'm looking for the Ghost Hall building. To get to the Ghost Hall building, go into Kowloon and go left. All right. Thank you very much. Okay, dann mal rein und links. Let's try this for size. So. Kowloon, korrekt. Da haben wir das Ghost Hall Building. So, dann mal rein in die gute Stube. This is the Ghost Hall Building. Zoo is on the 10th floor. Oh Gott. Jetzt kommt die Drecksaufgabe. Randy, Randy. Fühle bitte mit mir. Okay, ich habe keine Karte. Das müssen wir mal eben holen. 6 Jahre bevor es abgerissen wurde. Yep. Ja, have fun, auf jeden Fall. Maps. Willkommen zur asozialsten Stelle im Spiel. Das Schlimme ist, das haben sie im dritten Teil ja noch viel perverser gemacht. Du hast aber im dritten Teil die Quicktime-Events, die sind auch so scheiße schnell, die man da machen muss. Das ist echt schon unmenschlich. Ich dachte, Stalking wäre schlimmer. Nee, nee, das hier ist schlimmer. I should hurry to the 10th floor. Wir können ja schon fast eine Wette machen, wie oft ich hier sterben werde. So, da überlege ich gerade, wo ist das Treppenhaus? Ist hier? Nein. Meinst du vom Spielerischen oder vom von Spielerischen her? Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Die Stelle ist scheiße. Macht wenig bis gar keinen Spaß. Das Thema Kowloon hat man ja letztens schon gehabt. Ja, Prediction geht ja nicht. Dafür müssen wir die erste ablösen. Korrekt. So, hier sind jetzt keine. Das heißt, wir müssen woanders lang. Hier auch nicht. Jetzt noch weiter. Ah, es geht noch weiter hoch. Okay. Dann gehen wir mal so weit hoch, wie wir können. So, weiter hoch geht's nicht. Und da sind auch schon die Planken. Eine wunderbare Stelle, um mal eben abzuspeichern. So. Ich hasse diese Stelle. Egal. Und einen wunderschönen Zierdan.
Ich grüße dich, mein lieber Wizard. Yongda Zoo is on the 10th floor. I have to get across here. Ganz gut, das freut doch zu hören. Ich kann nicht klagen. Nix zu danken. Mighty, mighty Asgar, genau. Und wieder speichern. So, die Stelle ist nämlich deswegen scheiße, weil du hast jetzt einige Planken, die du hier überschreiten musst. Das sind jedes Mal Quicktime-Events und die werden jedes Mal knapper, wo du weniger Zeit zum Reagieren hast. Und wenn du dich bei einer vertust, musst du alles komplett von vorne machen. Zum Mäusemelken. So, dachte nur, dass Assi und dreckig war. Yep. Über 7 Planken musst du gehen. Ja, schön wär's. Good. I'll head to the 10th floor. So, ja, ab in den 10. Stock. So. So, erster Abschnitt geschafft. Dann mal weiter hoch. Hey! So, Dele. Müssen hier wieder die nächsten Planken sein. Gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Also einmal speichern. Ätzende Stelle. Und weiter im Text. Yongda Zoo must be there. War teilweise nur Wellblechbauten, 30 Meter in die Höhe. Ja. Also mit der Zirkuskarriere wird das hier nichts mehr drum. Wie selbstverständlich der da durchgeht, ja, ist knallharter Chinese, hallo? Batman hat bei ihm gelernt. There's no other way but to cross here. Das Timing hier war so zum Kotzen, ja allerdings, ey. Er ist Japaner. Vor allem in der ungepatchten PS4-Version war es Krampf. Yep. So, wie viele Quicktime-Events hätten sie gerne? Alle. So. Ja, die ungepatchte PS4 oder die ungepatchte Xbox One-Version konnte man sich ja genauso wenig geben. Die hat ja dermaßen Probleme mit dem Sound. Das war ja schon nicht mehr schön. Haben sie ja zum Glück noch nachgepatcht. So, und die nächsten Planken. There's no other way to the 10th floor. Auch die QTEs vom Nachbarn noch dazu, bitte. Planken tanzen. Weil wie er da einfach nur so drauf hüpft, ne? Planking, bevor es cool war. Oh, Alter. So, einmal QTEs zum Mitnehmen, bitte. Ich leide an QTE. If I'm careful enough, I think I can get across. Habe ich gespeichert? Ich hoffe. Schön durchquicksafen. Ja, du willst die ganze Scheiße nicht wieder komplett von vorne machen. Und unten.
jetzt mal Spaß beiseite. Wenn du das erste Mal spielst, das allererste Mal und das nicht weißt. Ne? Und dann wirklich jedes Mal komplett von unten wieder anfangen muss, sag ich mal, ne? Das ist echt so ein Rage-Quit-Moment. Also das ist für mich einer der gröbsten Fails in diesem Spiel hier. Im Strahl habe ich gekotzt, willkommen im Club. Ganz, ganz gruselige Dreckscheiße, so. Fürchterlich. Gameplay-Design aus der Hölle. So. Machen wir direkt mal weiter, wo wir aufgehört haben. So. Ja, ich habe aber tatsächlich gespeichert, sehr schön. Stell dir vor, dass das die Speicherfunktion an der Stelle abschaltet. Sei froh, dass du hier jederzeit safen kannst. Das ging nämlich bei dem ersten Shemu noch nicht. Auf der DC gab's das doch, Randy. Definitiv, das weiß ich. Das gab's auf der Dreamcast. Ich hab mich auf der Dreamcast auch so durchgecheased, wie ich es jetzt gerade mache. So, 10. Stock. Als hätte man es nicht geahnt. Planken! Ja! Und wieder komplett von vorne, ey. Dreckspiel. Nein, den würde ich nicht. Den wollen wir so. Vor allem, wie er damit Schmackes auch drauf springt, ne? I better not fall. So. No. So. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ah, wenn ich dieses Spiel nicht so lieben würde. Das ist die eine wirklich beschissene Stelle in dem Spiel. Die ist nicht angenehm. Bisher dreimal, ja, ja. Nur du hast ja gesehen, wie schnell jetzt auf einmal die Quicktimes-Events jetzt absolviert werden müssen. Korrekt, Yuzi. So, konzentrieren. Runter. Oh, du Heilige, ey. Also hier stirbst du dich wirklich durch, ey. Ganz, ganz gruselige Scheiße. So. So, das war runter links. Nein! Rechts! Ich hasse diese Stelle leidenschaftlich. So. Dann wieder raus. Und wolltest du schon mal noch einmal? So, das Schlimme ist, ich meine, die Xbox lädt ja noch relativ schnell. Die Dreamcast hat für ein Reload auch so ungefähr 30 Sekunden gebraucht. Das war ein richtig harter Abfuck damals. I better not fall. Ja, bloß nicht runterfallen, ganz genau. Weiser Junge. Oh.
Runter rechts hoch. Leck mich doch am Arsch, ey. Das ist wirklich wie, ich packe meinen Koffer hier. Hat dann ohne Witz mehr als 2 Stunden gebraucht, um da durchzukommen, weil ich das mit dem Speicher nicht wusste. Ich bin davon ausgegangen, das geht nicht. So. Runter. Rechts. Hoch. Du solltest jetzt echt Lara machen lassen, auf jeden Fall, ey. Also, runter, rechts, hoch, links. Aber die Stelle ist echt harter Abfuck. Runter, rechts, hoch, links. Links. Rechts. War es das jetzt? Bitte, bitte, war es das jetzt? Danke. Speichern. There's a room. Young Dazu must be there. Red Star Entertainment. Wie gesagt, es ist knallhart, weißt du, du bist wieder im ersten Stock. Es ist echt knallhart an der Stelle. GG, gar nicht mal ganz so schlecht, Onkel Lom. Nice. Ganz, ganz fieser Abfuck. So. So, das war jetzt links. Nein, rechts. Rechts. Oh. Fürchterliche Stelle. So. So. Hallo, herzliches IC in die Runde. Einen wunderschönen Zali. Ich grüße dich, mein Lieber. Wie ist es? Konamiko, so in etwa. Ich liebe dieses Spiel heiß und innig. Und das ist die beste Passage daraus. So. Rechts. Du hast nicht mal eine halbe Sekunde Zeit, darauf zu reagieren. Gruselig. Also, rechts, links. Links. Rechts, links, rechts. Ist das ätzend. So, rechts, links, rechts. Wie oft sollen wir Rio noch sterben sehen? Ja, einige Male noch. Rechts, links, rechts. Links. Rechts. Recht, rechts, links, rechts, rechts. Ich mag diese Stelle nicht. So. Müssen da ja auch wieder raus. Nee. So, rechts, links, rechts, rechts. Rechts.
Links. Rechts. Rechts. Rechts, links, rechts, rechts, runter. So, da bin ich wieder bei left, right, schu, schu, schu. So, rechts, links, rechts, rechts, runter. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Runter. Rechts, links, rechts, rechts, runter, hoch. Oh Gott. Zug Nummer 1. Wunderbar. Rechts, links, rechts, rechts, runter, hoch. Oh, ich habe eh schon so scheiß Kurzzeitgedächtnis. Rechts, links, rechts, rechts, runter, hoch. Das Timing ist totaler Abfuck. So. Ein wunderschönes Quickie. Sterben tun wir hier. Ich grüße dich. Rechts, links, rechts, rechts, runter, hoch. Könnt auf allen Vieren drüber kriegen. Ja, einfacher wäre es wahrscheinlich. So, rechts. Links. Rechts. Rechts. Runter. Hoch. Ein Segen. Oh, ey. Was eine Dreckstelle. So. Wenn du schon deinen Namen nicht in Schnee pinkeln kannst, wenigstens das hast du geschafft. Glückwunsch! We're here to meet him. Ren, where did you come from? I ran down a tip from a snitch around here and got the key for the elevator. Der Gesichtsausdruck war noch viel zu zahm dafür. Na, wie gut, dass die Sequenz fix ist. Ich glaube, einen dafür hätte ich ihm, sag ich mal, den ein oder anderen, ich sag mal, kreative Neuanordnung der Knochensubstanz gegönnt. So. There's no one here. Where did Zoo disappear to? Calm down. Shut up! I am calm. Ausdruck ist so, wie als Lom erfahren hat, dass es in RDR eine einzelne Stellreise gab. Smells fishy. Yeah. There must be something here. I'll be on the lookout. Hurry and search. Ja, ich schiebe Wache. Ja, da kommt doch eh keiner hoch. Da kommt doch eh keiner hoch. So, jetzt müssen wir Schlüssel suchen. So, da haben wir den ersten. Nehmen wir mal. Similar to the snake tortoise stick. I'll keep it. So. Sprich mir nach. Ich bin ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Du bist ein Wildschwein. Du bist ein Wildschwein. So, wir müssen jetzt nämlich ein paar Schlüssel finden. Da ist nix. Did Zoo write this? A history or something? Ihr habt die Schlüsselseuche. Das ist nämlich auch wieder so scheiß Detektivarbeit. So, ach guck mal. Die Karte brauchen wir aber. Mm-hmm. This picture. The four heavenly beasts Ren mentioned. Okay. Mm-hmm. This is... Looks similar to the stick Zane gave me. Yep. Schildkröte? To the combination of these pictures. Das
heißt, wir brauchen noch den Drachen, den Löwen und den Phönix. Some connection with the four heavenly beasts. How's it going? Did you find something? Hey, what is it? So. These are the four heavenly beasts. Hast du gerade schon gesagt, du Depp. Same picture that's on those sticks that old man gave you. Look. Hey, that statue looks fishy. Statue of Buddha. Well, check carefully. Yep. So, wir brauchen jetzt also nur noch den Teaser. There must be some clues. Ja, halt die Klappe und mach die Tür auf. So. This uniform is. The Hazuki name's on it. Perhaps this was my father's. What? Same shape as the stick Zane gave me. This is a picture of a tiger. Sehr schön, haben wir den zweiten Schlüssel. Geht ein Tiger Fifi auch? Nee. Wenn nur ein Tiger Key. Und damit meine ich nicht den Tiger King. So. Was haben wir hier noch? There's something. Ja, I see. Ein wunderschönen Lulli. This is a phoenix. Ein Phönix. Oh, direkt den dritten Schlüssel gefunden. So, jetzt beginnt die Schnitzeljagd. Der vierte Schlüssel ist die Schlange. Ja, da ist nix. So leer wie mein Mageninhalt. So. A picture of a rooster. I should keep this. So. Das ist aber nicht der, den wir brauchen. Uns fehlt noch die Schlange. A turtle shell. Hier hat's die Ninja Turtles verschlagen. So, das ist. Da haben wir ein Fithy. Ein Tiger haben wir und ein Fithy haben wir. Wir brauchen jetzt aber noch einen Drachen. I'll keep it. Was ist mit dir hier? Dich können wir nicht aufheben, okay. Was ist mit dir hier? Können wir auch nicht aufheben. Nothing strange. Tigerente wird auch gehen, ja, das auf jeden Fall. Quietchenchen, nur mit dir. Gucken wir dich mal an. Sieht leer aus. Somewhere there must be a clue leading to zoo. Also an solchen Stellen merkt man im Spiel das Alter halt wirklich sehr an. Is this all merchandise? Nee. Ich meine, ich finde das ja extrem cool. Das fand ich auch im ersten extrem genial, dass man wirklich nahezu alles untersuchen konnte. There's something. This is similar to the snake tortoise stick. Mhm. I'll keep it. So, das ist die Ziege. Was mit dir? Haben wir dich schon hochgehoben? Falls nicht, haben wir dich auf jeden Fall jetzt hochgehoben. So, wo ist der letzte Schlüssel? Dich haben wir auch schon hochgehoben. Ja. Bringen die anderen auch was? Nein. Überhaupt nichts. Wenn du natürlich weißt, wo die Schlüssel sind, sag ich mal, kannst du das Ganze hier abkürzen.
Ne? Aber die Schlüssel bringen dir überhaupt nichts. Außer dem wohligen Gefühl, sie im Inventar zu haben. Ein Zug noch losfahren würde. Wie lange würde es jetzt noch brauchen? GPI? ICE, ein ICE ist gerade vorbei, okay. Somewhere there must be a clue leading to zoo. So, wo haben wir denn noch nicht geguckt? Gucken wir mal hier. This is a plate. Kennt von euch jemand noch, also wenn ich diese sechseckigen Teller da sehe, kennt jemand von euch noch diese achteckigen Servis von Arkorok? Anfang der 90er, die schwarzen. Unzerbrechlich. Bis zum nächsten Station und der nächste fährt um 43. Ah, okay. Dann ist er nicht mehr ganz so lange. Looks like an old book. Hast du hier, okay. Anywhere that I overlooked? Gab's da nicht so Schnapsgläser? Es gab tatsächlich so schwarze Servise. Also die haben damit Werbung gemacht, dass die unzerbrechlich sind, was totaler Quatsch ist. Is this all merchandise? Der wartet aber nicht. Oh, okay, das ist ekelhaft. Fünf? Jetzt habe ich es verstanden. 5 Minuten bis zur nächsten Station. Der nächste fährt um 43. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Royalen Besuch in des Onkels Hallen. Hä, wieso das? Anywhere that I overlooked? Sprich, wenn er jetzt nicht langsam losfährt, habe ich ein Problem. Ja, scheiße. What book? Na, die Bücher kann ich nicht aufnehmen. Eine Stelle fehlt noch. Somewhere there must be a clue leading to zoo. Nee. Aber gucken wir nochmal hier nach. Vielleicht ist es ja wirklich ein Buch. Nee. Da liegen auch noch Dinge. Jetzt das mal an. What book? So, was mit dir hier? Onyx. Did Zhu write this? Must be a reference he used for the Wuling Shu. Ja. Da war noch ein einzelnes Buch im Regal. Ja, dann gucken wir da mal nach. Ja, dann mal viel Erfolg. Kann ich nicht hochnehmen. Und noch ein ICE. Ach du Scheiße. So, haben wir den Teller schon hochgenommen? Gucken wir mal. Nee, auch nicht. Auch nix. What book? Nee. Bin mir fast schon sicher, dass hier noch was drin ist. Ein bisschen weiter weg. A birdcage. There's nothing inside. A turtle shell. Den konnte ich gerade nicht aufnehmen. Ist aber nichts drin. An dem einzigen Buch im Regal rennt er vorbei. Ich kann es nicht aufnehmen. Ich habe mit Sicherheit irgendwo noch einen übersehen. Gut, dann gucken wir uns dieses eine einzelne Buch mal an, wenn ich es aufnehmen kann. Ich kann es nicht aufnehmen. Kann ich dich aufnehmen? Na, ist auch nichts da. Hinter mir. Auch nix. This is Lineage of Astaio. So.
Euch haben wir, glaube ich, auch schon aufgenommen. Gucken wir mal. There must be some clues. Also gleich haben wir alle durch, ne? Dich haben wir auch schon aufgenommen, meine ich. Der Buddha ist praktisch da, wo ich die Schlüssel reinpacken muss. Looks expensive. Ja, da können wir es mal fallen lassen. Nothing strange. Looks like an old book. Ja, kann ich auch nicht aufnehmen. Ja, teures Zeug in Kowloon, oh ja. Nehmen wir wirklich alles mal auf hier, weil irgendwo muss es ja sein. Looks expensive. Uns fehlt nur noch die Scheißschlange. Randy, weißt du, wo es ist? A plate. So. Gerade nicht. Okay. Nothing strange. So, die müsste ich jetzt aber eigentlich auch schon alle mal gesehen haben, aber gucken wir uns auch nochmal an. Somewhere there must be a clue leading to zoo. Auch nix. Nothing strange. Haben wir auch nix. Was ist hier? Auch nur hässliches Blumengrab. Was haben wir hier noch? Großer Topf am Regal an der Wand. Ja, die habe ich glaube ich doch alle schon, aber nehmen wir den hier nochmal. Also ich suche den Drachenschlüssel. Der müsste mir jetzt noch fehlen. There are holes in the face. Looks like a keyhole. Gut, gucken wir uns das nochmal an. Ja, da fehlt der Drache. Der einzige, der uns noch fehlt. Yin-Yang-Banner an der Wand. Alles klar, den haben wir noch nicht. Dann gucken wir mal. Wo ist hier ein Yin-Yang-Banner? Yin-Yang-Banner an der Wand. Jetzt kann ich den auf einmal anzeigen lassen. Ich hab's dreimal versucht. Aber ja, ist die richtige Stelle. Danke. Ja, und da ist auch der letzte. Wunderbar, wir haben alles. Wir können weiter. Danke, Randy. This is a picture of a dragon. Same shape as the other sticks. Are these keys? Wahrscheinlich war der Winkel ein Pixel daneben. Ja, ja. Das ist ein bisschen ärgerlich bei dem Spiel hier. Das Locking an Key-Items ist nicht ganz so sauber. So, jetzt haben wir alles zusammen. Wir können einen Buddha bei den Fischen machen. So, wir brauchen oben die Schildkröte. Zane, give me this one. Locking on key items.
This was the right one. Three more to go. So, rechts ist der Drache. This is the one I found behind the frame of the Yin and Yang. Alles klar, Asgard. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns am Samstag. This was the right one. Two more. So, zwei Stück noch. Wir haben unten den Phönix. This is... It was inside the jar. Schafft, obwohl die Bahn alles getan hat, um es zu verhindern. Mitten auf der Strecke angehalten. Ach, Scheiße. Heard the key click. So, einer noch. One more. Und Tigerballen muss links. The one hidden beneath the uniform. Good. Heard the key click. Große Axt würde die Tür auch knacken, das auf jeden Fall. Hey. What the hell? Da sitzt er. You are Young Da Zhu. Who are you? I am Dio Hazuki. Ich glaube aktuell 5. Guck mal eben nach. Are you Iwao's? He's here! Yuando Zhu's here! Good work! Thanks to both of you, I was able to find Yuando Zhu. What? Damn, we're followed! Aber wie ist der Dicke denn da jemals nach oben gekommen? Kann mir das mal einer erzählen? Hallöchen, Peer. Langsam. Let's run. Red, move over. Und Abend allerseits. Ich grüße dich. Wie ist's? So. Jetzt gibt's das mal wieder auf die Fresse. Na, Round One, Fight! So. Gut soweit, und selbst, ja, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. He-Man is the Masters of the Universe. So.
Take this! You're getting on my nerves! Yep. Who the hell? Drei Tage später. Dem der Dicke erstmal auf den Sack bekommen hat. Still take it easy. Where's young Dazu? The Yellowhead. So they took him away. This place. This is where Zoomin and Shuing grew up. Zoomin? My brother. Huh? He grew up and left here. To avenge. To avenge? Our parents were killed. My brother was like you. He sought revenge. And he was lost to the evil path. Hallo, Onkel! Hallöchen, Big J. Ich grüße dich. Wie ist es? You must not succumb to the evil path. The first Avenger, ja, auf jeden Fall. Captain Japan, was? I still must go. Wieder Feierabend, mag das aktuelle Projekt. Was machst du? Wong. Are you alright? Where am I? Thousand White Building. Thousand White? Ren's waiting for you at his hideout. Alright. So. Ja, ist er übel zusammengeschlagen worden, würde ich mal sagen, ne? So, that's what happened. But I'm glad you weren't badly hurt. You idiot! That's why Zu was captured by Don Yu! I found out where Zu is! Ja, immer, natürlich immer noch in Kowloon. I heard that he was taken to the Yellowhead building! No. So. That building is Don Yu's hideout! Why there? Don Yu was ordered by the Chiu men to find Zu. So Zu was taken there to turn him over to Lan Di. Lan Di? We must hurry. Zu's life is in danger. But how do we get inside the building? The Yellowhead building is Don Yu's territory. Won't be easy to get in. But forget it. It doesn't pay to go against Lan Di. I want to make money, but I can't risk my life for it. Do as you like. I'll go on my own. Yo! I wouldn't be so foolish. Yeah, you're just going there to get killed. I have to go. A real man would understand. Ein echter Mann, wie du verstehst das. Ja, auf jeden Fall. So. Hab das Spiel als aktuelles Projekt gesehen. Dein Stream-Projekt sozusagen. Aber Arbeit ist nichts los, aber muss es auch nicht.
We'll make contact using Chawan sign. Na dann. Ja dann, aber Projekt kann man jetzt nicht wirklich sagen. Have it your way. Ich hab halt montags und mittwochs spiele ich halt ja Longplays würde man es nennen. Ich nenne es Spiele, die ich nicht in einem Stream durchkriege. Und samstags halt widme ich mich entweder einem speziellen Thema oder einem speziellen Spiel. Deswegen, und jetzt ist aktuell halt eben Shenmue 2 dran. Boah, hat der eine dann Froschgesicht. Ich hab Lomplays, oh Gott. Ganz wild. Ich glaube, jetzt anspreche. I hear the voice of a certain young man. I want to go to the Yellowhead building. The Yellowhead building is the building in the middle of Kowloon. Go inside and walk straight. All right. Thank you very much. Ja. Plomplace. So, aber jetzt muss ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht ranten. Wie gesagt, ich mag das Spiel nach wie vor wirklich sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, je öfter man es heutzutage nochmal spielt, desto mehr fallen einem die kleinen Fehler auf. Beziehungsweise die, ich sag mal, wirklich fragwürdigen Gameplay-Entscheidungen. Das ist, sag ich mal, ein ähnliches Problem, wie es viele halt eben beispielsweise bei Ocarina of Time haben. Sag ich mal, ich kann das Spiel trotz dieser Fehler akzeptieren, aber es gibt trotzdem genug Situationen, wo ich echt denke, so holy fuck, was haben die sich damals eigentlich dabei gedacht? Und ich denke, das wird bei Ocarina of Time genauso sein. So, aber Yellowhead Building. Da wollen wir jetzt hin. Klar, man darf es aber auch nicht nach heutigen Maßstäben messen. Ja. Das ist halt das Problem. Das machen viele aber bei Ocarina of Time. Das ist ein bisschen das Problem. Ne? Werden je älter es wird, desto mehr Fehler ignoriert. Ja, ist es leider wirklich so. Mit euch hier? I'm not letting any outsiders in here. Go home. I have to look for a different way in. So. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Weg hier reinfinden. Okay, also erstmal die Arschgeige. Auch schön, wenn du das darfst nicht nach heutigen Maßstäben messen. Tue ich auch nicht. Wie gesagt, das ist mir durchaus bewusst. Ne? Das ist mir alles durchaus bewusst, aber es hat halt wirklich einige Flaws, die, wie gesagt, so heutzutage ein bisschen fragwürdig sind. Ne? Auch den dritten nicht. Ja, das finde ich zum Beispiel so eine Sache, weil das ist ein neues Spiel. Und da finde ich, gehen manche Entscheidungen überhaupt nicht klar. So, es gibt aber, glaube ich, nur diesen einen Eingang hier. Die lassen uns hier nicht rein. Mhm. Hier könnten wir tatsächlich noch ein bisschen Knete machen. Das werden wir wahrscheinlich auch machen müssen noch. So. Anderen Weg finden. Ja, dann fragen wir doch einfach mal rum. Did you say something? I'm looking for the entrance to the Yellowhead. Ja, seht ihr. That way. I think there were a couple of punks standing around there. I understand. Thank you. Ich glaube, in Belgrad Ecken sehen, die so ähnlich bebaut sind. Ja. Dürfte in Kiew jetzt gerade auch nicht anders aussehen. Der war Spruch war dunkler als notwendig. So. Dann machen wir mal. Yep, ist auch Stallone tatsächlich. Da kann ich ein Chawan sein. Machen. Excuse me. What can I get you? Which way is it to the entrance to the Yellowhead building? The Yellowhead building? What business could you possibly have in that dangerous place? Well, I see. I guess you've got your reasons. I see. You turn right, just past the Lucky Hit Museum. I see.
Thank you. Zweimal IC sogar. Haha. Screen war es nicht. Okay, also bei Terminator bin ich mir ziemlich sicher, dass es Arnie ist. Aber bei Rambo? Tatsache? Okay. Sind zweimal gewesen übrigens. Also einmal darfst du noch. Aber ich komme da nicht rein. Die lassen mich nicht rein. I'm not letting any outsiders in here. Go home. Totschlagen? Die sind aber klein und haben keine Haare. Soll ich das bei dir auch machen? Nein, Spaß. What is it? Freundlich, aber bestimmt zusammenschlagen. Over there. There were some. I understand. Okay. Das muss anders gehen. Ich sehe doch die scheiß Schalen. Ich kann sie nicht nutzen. Excuse me. Yep. Where is the entrance to the Yellowhead building? It's right there. Do you know any others? I don't know. Circle around the Yellowhead building. Ja, das habe ich doch gerade gemacht. You may find some, perhaps. I understand. Thank you. Okay, gucken wir mal hier weiter. Vielleicht gibt es hier ja noch was, aber sieht nicht so aus. Ein Herr namens Chris Cox war das wohl. Okay, dann bin ich hiermit eines Besseren belehrt. So, da ist... Okay, das ist auch Yellow Hat. You don't belong here. Get lost. Not here. I'll try a different entrance. So, gucken wir mal, ob es hier noch weitere Eingänge gibt. Gut gemacht sind die auf jeden Fall. Auch zu. Can't allow anyone through. Just get out of here. Are you still hanging around here? Ren. I think there were other entrances. They're all totally blocked off? Yeah. Standing here isn't gonna get us anywhere. Think of some other way. I thought you weren't interested anymore. Christopher Lambert costume from Ray now, yeah. What? I think it will be profitable after all. Do as you like. Hey, let's go. Where are we going? Always check out the tea shops for information. Ja, da waren wir doch gerade. Yeah. We'll split up. I'll check around the stand quarter. You check out some other quarter. Okay. Yeah. Jawan sign. Dann gucken wir doch mal. So, wir hatten noch gerade eine Stelle, wo wir das Jawan machen konnten. Das hier finde ich tatsächlich recht hübsch gemacht hier mit dem Springbrunnen. Hat auf jeden Fall was. So. Also, hier muss es irgendwo eine Stelle geben, wo wir was zu futtern kriegen können, wo wir so ein Schawan-Zeichen machen können. Da müssen wir ein bisschen gucken. Hm.
Aber wir nähern uns so langsam dem Ende des Spiels, Kinners. So langsam. Also, ja, Randy, ich denke mal so realistisch 3 Stunden, 4 Stunden, dann ist es durch, ne? So. Hier müsste doch hoffentlich irgendwo was sein. Jung, 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 jung. Aus Kong, 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 Kong. Auf zum Shawarma-Mann. Ja, Shawarma-Mann, yeah. So, ich meine, hier um die Ecke war doch einer, ne? Gucken wir mal eben nach. Gucken wir mal nach. Also hier können wir doch irgendwo ein Schawanzeichen machen. Ich hatte da doch was gesehen. Da, guck mal. Das sieht doch gut aus. Ja, dann machen wir das doch glatt. Witzig ist ja, das hat bessere Grafik als das neue Pokémon. Es ruckelt trotzdem nicht. Autsch! Ja, nicht ganz 25 Jahre. This isn't the right spot. I should look for another. Okay. Dann müssen wir eine andere Stelle suchen. Die Stelle ist nicht die richtige. Gibt's hier? Da können wir noch mal. Looks like I can make the sign here. I saw the sign. Okay, I'll start. Nur, dass es auf der Dreamcast nicht in 60 FPS lief. Also das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Die Auflösung dürfte aber genauso hoch sein wie beim aktuellen Pokémon. This is from Zhang. Moonchild Building, Room 503. I'll look for the Moonchild Building first. Jo. Als ob das Pokémon in 60 FPS läuft. Nee, man muss jetzt, man muss jetzt halt böse sagen, auf der Dreamcast selber lief das Spiel hier in nicht ganz stabilen 30 Frames, je nachdem wie viel auf dem Screen los war. Und war aber, ich glaube, genauso hoch aufgelöst. So, jetzt ist die Preisfrage, wo ist das Moonchild Building? Sind die Gebiete in Shenmue 3 wenigstens weitläufiger? Nein, sind sie nicht. Wobei das hier schon ziemlich groß ist im Vergleich zum ersten. Du hast doofe Ohren. Ja, der dritte ist halt, wie gesagt, der ist halt schon extremer Fanservice. Also er hat seine wirklich coolen Momente. Sag mal, wo, weiß ich nicht, als Die Hard Fan, sag ich mal schon, der Fan bedient wird. Aber er hat leider auch sämtliche Schwächen von den beiden hier übernommen. So, wo ist denn das verdammte Moonchild? Da ist es. Child Building, Room 503. Ich habe heute einen Super Mario World Rando angefangen. Still a better love story than Twilight. Ja, was denn nicht? Selbst Saw ist eine better love story als Twilight. So, wir müssen in den 5. Stock. Das sieht gut aus. Nehmen wir das hier. Bei Yakuza war es auch weitläufiger gewesen. Ja, ist nicht derselbe Dev leider. Das ist halt das Problem. Yu Suzuki ist so vom Game Design her wirklich so vor 20 Jahren stehen geblieben. So, wir wollen ins Zimmer 503. Dann gucken wir mal.
501, 502, 508, 503. Wir wollen die Arschgeige hören. Come in. Na stimmt, das ist gar nicht optional. Das ist tatsächlich Teil der Story. If you are afraid, now is the time to go back. Ich würde aber nicht wundern, wenn da welche beisitzen, die bei Shenmue dabei waren. Ja, aber Yu Suzuki hat den dritten Teil mit einem komplett neuen Team gemacht. Also da war eigentlich gar keiner mehr aus dem ursprünglichen Design-Team dabei. May I ask you to spar with me? In this darkness? Darkness offers me the perfect environment to see your skills. Here I come. Shenmue scheint ja der technische und konzeptionale Vorgänger zur Yakuza-Reihe zu sein. Ja, im Endeffekt ist es der Blueprint dazu. Und ein wunderschöner Mamule, ich grüße dich. Wie ist es? Wie ist es, ich mein Lieber? Sight. A disturbed mind can make you impatient. Muss man Yakuza Zero zu Ende bringen? Are you not aware of the voodoo? Weil er ihn nicht sehen kann. Jay. So alles senkrecht bei mir. Ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Yes. Die beschissenste Stelle im Spiel haben wir Do schon hinter uns. Dismiss all other thoughts and see with your mind's eye. My mind's eye. Na, der alte Schattenmann lehrt dem jungen Müpfer neue Bewegungen. Concentrate on your hands. Are slow. Relax. Mm-hmm. Ja. Clear your mind. So. Sense my moves. So, jetzt haben wir noch.
natural aptitude. Sense the opponent without relying on your eyesight. This is called predictive explosion. Predictive explosion. Yep, er ist schon ziemlich starker Held, ne? Schon ziemlicher Hecht, der Kerl. Na, guck mal. Oh, you were playing the Chinese fiddle. Ja, er spielt die chinesische Arschgeige. Und die Arschgeige kann sehen. You are Iwao's son. You knew my father? About 20 years ago, your father visited this place. My father came here? Iwao had much interest in the Chinese martial arts. We became friends, and often exchanged our knowledge on moves. Is Iwao well? He was killed by a man named Lan Di of the Chio Men. Killed? By Lan Di? How terrible! Iwao was killed. Tja. Deswegen hat er seinen Facebook-Status seit 2 Jahren nicht aktualisiert. Hm. So. With the birds' morning echoes. Clouds gather as you pass away, shedding tears. If there is anything I can do for your father. Do you know who Yang Da Zhu is? Does he have anything to do with the death of your father? Yes. I heard that Zhu is being held captive at the Yellowhead building. Yep. The headquarters of the Yellowhead. Is there a way for me to get in there? Away. Mm-hmm. Who is this man? He's a scout for the Yellowhead. A scout? He finds talented practitioners of martial arts to send to the Chio Men. If he picks you, you may be able to get inside the Yellowhead. What should I do? If you can keep winning at street fights, there's a chance. Oh. Street fights. Ja. Das hier ist der wahre Street Fighter Alpha. So. Heißt, damit wir in das Yellowhead Building kommen, müssen wir ein paar Straßenkämpfe gewinnen. Das ist doch schon mal ein ganz guter Hinweis. Ich will mal sagen, raus aus der Hütte hier. So, ich dachte, er nimmt mir immer noch krumm, dass ich mit seiner Frau gepennt habe. Damals als, wie alt bist du nochmal? Tja, aber der sah nicht so ordentlich aus, ob der mir die Alimente zahlen könnte. Jetzt wird gekloppt. Genau. Jetzt werden die Knochen neu angeordnet. So, erstmal raus aus der Hütte. Raus aus der guten Stube. Die Straßenkämpfe habe ich gehasst. Das geht. Ich fand die ganz nett. Nix hier rühren. Ja, ja. Das Kampfsystem war auch super, aber letzten Endes einmal reduziert es sich eigentlich auf rechtzeitig ausweichen und draufkloppen. Also sonderlich schwer war es nicht. Ne? So, ich überlege gerade. Also ein Fight ist tatsächlich hier.
Genau da drüben. Olga, Igor und Wladimir. Hab bei Shenmue 1 auf den 70-Player-Battle gemacht, einfach weil es Laune macht. Ja, das stimmt wohl. Das war schon witzig damals. Nicht schwer, aber macht Spaß, wenn man viele Fähigkeiten nutzt. Ja, das stimmt wohl. So. Da ist er. Mit Schirmscham und Melone. Ein bisschen was von Oddjob hat er ja schon, ne? Come and see this. The strongest fighters in Mongolian wrestling. Nadam. Egon. Wuss. And Uzun. The rules are easy. Stay away from them until time runs out. Yep. If you get caught, you lose. First, Nadam. One match for a bet of $10. Time limit 30 seconds. Yep. Anyone confident enough to try? Let's see some hands up. Ja, versuchen wir mal. I'll do it. Weil ich meine, das mit dem nicht fangen lassen, das war nicht ganz so easy. Müssen wir gleich mal gucken. Das war nicht ganz so easy. Alright, take your stance. Ready, go! Home sweet home. Du bist ja gar nicht so scheiße, wie ich immer allen erzähle. Ja, der sieht irgendwie aus, weiß ich nicht, wie The Rock sein Vater, ne? Also müssen wir jetzt auch nochmal kurz die Knochen richten. Ja, das hört sich nicht gesund an gerade. Aber bist du da auch? Game set. Und Klamotten bei Wish bestellt. I didn't think he could escape. I underestimated him. Terrific. Here you go. Oh yeah. Here we go. Why don't you challenge him next? Ja, dann versuchen wir ihn nochmal als nächstes. The bet is $30. How about it? Versuchen wir mal. I'll do it. Versuchen wir es mal. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Ja, Also mit der Murmel auf jeden Fall. So, den haben wir auch geplättet. He beat me. I lost. Terrific. Here you go. Juhu. Rolex, ich komme. So. Ja, den ersten von dreien abgeschlossen. So. Dann würde ich jetzt aber schon fast sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle gleich mal einen Cut. Gehen wir erstmal zurück in die nächste Ecke. Weil ich merke gerade, Müdigkeit kickt gerade hart. Und vor allem muss ich morgen relativ früh raus. Ja, es wird Nacht.
So, dann speichern wir mal. Und dann gucken wir mal, wo wir euch hinschicken. So, also das heißt, am Montag geht es dann weiter. Mit dem letzten dreckigen Rest. Mit ein bisschen Glück kriegen wir es am Montag auch fertig. Ansonsten spätestens Mittwoch. Irgendwie fasziniert es mich gerade, wieso das? Wieso denn das? So, aber, wie gesagt, Montag dreckiger Rest, Samstag 11 Uhr schmeißen wir die PlayStation TV an. Haha. Gibt ein bisschen PSP. Dann mal schauen, was wir da so zocken. So, wer hat gewonnen? Das gucken wir jetzt erstmal direkt nach. Also, wir hatten heute ICs im Wert von 8 Stück. Das heißt, wir lösen mal die Prediction auf. So, Dele, das haben 4 Leute richtig gewusst. So, ja, dann viel Spaß mit den Pünktchen. So, aber wo schicken wir euch denn hin? Wo schicken wir euch denn hin? Da wurde doch bestimmt eins unterschlagen. Nö, eigentlich nicht. Okay, so, den haben wir jetzt auch schon mal länger nicht mehr geradet. Ich würde mal sagen, da schicken wir euch mal hin. Ich schicke euch zum Peter Noster, der spielt gerade Shadow of the Comet, also Call of Cthulhu, Shadow of the Comet. Und ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen uns am Samstag. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, danke fürs Einschalten und bis denne, Kinas. Tü, tü.